So, wir sind ausgestiegen. Da vorne ist die neue Halbinsel. Man kann sie nur ahnen. Dort hinten, da haben die Landeroberung mehr gemacht. Liegeplatz 140.000 Euro am Tag. Je nach Länge. Cooler Ausblick auf einen wirklich tollen Hafen. Links ist der älteste Teil vom Palast. Rechts, wo die Uhr ist, ist der neuere Teil. Da werden wir auch nachher das Büro vom Prinzen sehen. Hier unten an der Baumallee ist die Rennstrecke, also der Start und das Ziel vom Grand Prix. Monaco bei Nacht. Ganz viele Lichter. So, und die Jungs hier parken dann das Auto. Ja, da ist die Frau des Hauses. Die trifft sich hier mit der Freundin. Wir sind in Italien, um genau zu sagen, in Sanremo. Da steht unser Auto. Da vorne ist die Silvia. Und ja, wir haben ein Eurocargo mit dabei. Ein Morello Eurocargo und wir haben einen Mercedes-Benz heute mit dabei mit italienischem Kennzeichen, denn Silvia wird uns heute alle Geheimnisse erzählen über Monaco. Grüß dich, Silvia. Hallo, buongiorno. Buongiorno, du sprichst saugut Deutsch, du bist nämlich in Deutschland geboren. In Leverkusen, genau. In Leverkusen, und wo da genau? In Schlebusch. Das ist ziemlich cool, denn das große Problem Monaco ist natürlich, dass viele Leute sagen, ah, Monaco, das kenne ich hier von Formel 1 und was weiß ich alles. Aber Monaco hat viel mehr zu bieten, als die meisten Leute denken. Denn es gibt so viele schöne Sachen, die man sehen kann, wenn man nur weiß, wo sie sind, oder? Genau, es gibt sehr, sehr viel zum Besichtigen. Und wir werden heute ein bisschen so das komplette Umfeld von Monaco ein bisschen erleben. Ja, wir werden uns auch mal unterhalten, was deine Aufgabe hier ist. Du bist quasi zuständig für die Gästebetreuung, kümmerst dich darum, dass es allen gut geht. Das ist nicht immer so ganz einfach. Wenn du mir mal verrätst, wie groß du bist? 1,54. 1,54. Warte, ich zeig das mal gerade. Marlene, komm mal her bitte. Oskar, und komm du auch mal her. Der Oskar ist nämlich auch größer. Der ist auch 1,54 Meter, 10 Jahre alt. So, und jetzt haben wir die Orgelpfeifen. Ich komme gerade. Silvia, du machst das Ganze schon sehr lange. Du bist in Italien jetzt wie viele Jahre schon? Seit 29 Jahren. 29 Jahre. Sprichst immer noch gut Deutsch. Ist das eine Sache, die man verlernt irgendwann? Ein bisschen schon, wenn man die Sprache nicht mehr spricht. Das auf jeden Fall. Aber ich habe glücklicherweise noch meine Familie in Deutschland und meine Freunde. Ihr bietet die Touren an. Fix bedeutet, also ihr habt feste Routen, die ihr den Kunden zum Beispiel vorschlagt, Berge auch? Ja, wir haben auch Berglandtouren, also Trekking und Fahrradtouren, Mountainbike. Und wir richten uns natürlich nach den Kunden. Das heißt, die ganzen Touren sind alle tailor-made. Genau, wirklich auf den Punkt. Du machst das selber auch bei Night Monaco. Ja. Geht man da ins Casino? Viele schon. Ja. Die versuchen halt ihr Glück. Und der Code, der Dresscode, wie ist der Monaco? Gucci? Ja, also wenn man in die Privé, in die Räume möchte, ja schon. Aber ansonsten ganz normal. Also ist das mehr so, ich sag mal Monaco, das ist so ein bisschen unglaublich Glanz und Gloria. Also wir haben ja ganz lange in Luxemburg gewohnt. Da denken die Leute auch, die Luxemburger haben alle viel Geld. Ja. Ist das so, wer in Monaco lebt, ist schwer reich? Absolut, ja. Es sind sehr viele Millionäre im Fürstentum, das schon. Die Tour geht los, Silvia. Monaco ist wie weit weg? 40 Kilometer. 40 Kilometer, ungefähr eine Stunde oder wie lange? Ungefähr, weil wir werden einen Zwischenstopp in Bordighera machen, sodass ich euch ein bisschen ein kleines Resümee von unserer Gegend auch vorher erzähle. So, ihr beide sitzt drin. Du sitzt bequem? Ja, sehr schön. Wir sind direkt am Meer. Du kannst schon losfahren, wenn du möchtest. Das ist euer Platz. Wir sind zweite Reihe. Ich musste ein bisschen warten, weil wir ganz spontan gekommen sind. Man kriegt eigentlich, wenn man etwas bereit ist, zu wandern, kriegt man auch vorne schon mal einen Platz für ein paar Tage, oder? Auch mittendrin, da ist immer mal ein bisschen was frei, oder? Ein paar Lücken schon, ja, weil wir reservieren nicht von Samstag oder auf Samstag oder Sonntag auf Sonntag, sondern man darf bei uns jeden Tag anreisen. Das ist so. Wenn die Kamera jetzt ein bisschen schräg ist, es geht ja ein bisschen schräg. Überall Palmen, die wachsen ja einfach so, oder? Ja, die vermehren sich von alleine mittlerweile. Es sind über 1000 Stück auf dem Campingplatz. Und das ist ein ganz besonderer Baum hier rechts, eine Araucaria. Okay, was kann der? Der wächst sehr langsam, ist ein sehr wertvoller Baum. Die Araucaria, die wir hier in der Riviera haben, kommen ursprünglich entweder aus Südamerika oder aus Australien. Ja, ihr habt einen wunderschönen Platz. Also denkt dran, wenn ihr nach Monaco fahrt, macht euer Datenvolumen aus, das heißt das Datenroaming aus, denn das wird teuer. Das ist eure Bucht hier unten, die ist sensationell. Ist das Kies, Sand? Was habt ihr? Kies und ein bisschen Sand. Ein bisschen Sand.
Das ist aber, ihr habt eine eigene Bucht, die hier unten drunter ist. Werden wir noch einen extra Film machen drüber. Ich bin jetzt das zweite Mal hier. Es ist sensationell. Ihr habt alle Einfahrten beschnitten, sodass jetzt ganz große Fahrzeuge auch durchkommen. Das war, glaube ich, ganz wichtig. Fahrzeuge werden immer, immer größer, oder? Ja, wir haben mittlerweile 12 Meter hoch aus ganz Europa, die hier anreisen. 12 Meter geht, aber ihr habt nicht so viele 12 Meter. Nein, 12 Meter nur hier im oberen Bereich, unten bis 10,50 Meter. Also der zweiten Reihe können Sie reinfahren. Ah, so 8,60 Meter ist natürlich ein Traum, da kommst du fast überall rein. Ganz vorne nicht, oder? Doch. Bis 9 Meter. Bis 9 Meter, ja. Okay. So, das ist die Anfahrt. Das ist so, ich sag mal, der Platz, den hatten wir eben schon, der ist ein bisschen lauter, muss man sagen, denn hier ist eine Straße, unten hörst du gar nichts. Und die Leute kommen wirklich schon seit ewigen Zeiten her. Du hast mal erzählt, ihr habt Leute, die kommen schon seitdem, die denken können hierher. Ja, wir haben teilweise auch schon die vierte Generation. Also der Platz ist schon seit 1957 geöffnet. Seit 57. So, Villaggio dei Fiori. Weil Leute immer fragen, wie heißt denn der? Wenn du mal ganz kurz hier vorne anhältst, sagen wir es lieb, Silvia. Wir halten mal ganz kurz an. Ja. Dann steigen wir mal gerade aus. Ihr könnt drin bleiben. Und dann zeige ich mal ganz kurz die Rezeption. Das ist der Name vom Platz. Er heißt Villaggio dei Fiori in Sanremo. Es sind 4 Sterne drauf und sind auch 4 Sterne drin. Ihr baut jetzt sogar einen neuen Stellplatz für Wohnmobile. Also kein Campingplatz, sondern ein Stellplatz. Ein Stellplatz direkt daneben. Der ist angrenzend zum Campingplatz mit einem Riesenpark wieder. Ja, machen wir auch noch ein eigenes Video drüber. Denn der wird im März, April fertig. Das ist die Rezeption. Die habt ihr wann neu gebaut? 2017 fertig. Wir sind am 26. April eingezogen. Die erste Rezeption, die Klimahaus Gold zertifiziert wurde. Das heißt, wir haben eine beständige Temperatur von 20 Grad innen drin. Wir brauchen keine Klimaanlagen und wir brauchen keine Heizung. Ist das Magie oder wie funktioniert das? Das funktioniert. Das ist nachhaltig gemacht und das ist die erste Rezeption, die es überhaupt gibt. Sie wussten noch nicht einmal, wie wir sie jetzt zertifizieren sollen, weil das zum ersten Mal gebaut wurde. Also ist aber gar keine Heizung drin? Nein. Nein. So, was krass ist, wir sind jetzt hier Ende Oktober, was haben wir denn heute? Heute ist der 30. Die Zeit wurde umgestellt. Es ist sauwarm, es ist irgendwie gefühlte 30 Grad. Ja, ungefähr heute Morgen, wo ich rausgefahren bin, waren 28,5 Grad in der Sonne. So, und von hier aus starten die Touren. Ihr habt eine ganz tolle Radstrecke, die ist sensationell. Ihr habt nämlich eine Eisenbahnstrecke, die sehr flach ist, am Meer umgebaut zu einer Radstrecke, die ist sehr lang. Mittlerweile 29 Kilometer, wird noch weiter ausgebaut bis 40 Kilometer. Du brauchst kein E-Bike dafür, das ist das Coole. Nein, das ist komplett flach. So, ich zeig das mal. Also komplett flach ist gelogen. Zumindest ist es, es sind Anstiege, ich glaube mal 2-3% oder aber so. Ganz wenig, weil es die Eisenbahnlinie war. Okay, war eine Eisenbahnlinie. Also es ist wirklich komplett flach. Ich habe nur gerade gesagt, wenn da einer kommt und dann mit dem Millimetermaß irgendwas misst. Wir stehen jetzt übrigens auf 709. Das ist der Platz hier direkt am Meer. Und wir standen vorher auf 900. So, und da wart ihr so nett und habt das Ganze möglich gemacht. Der Markus kommt ja heute noch. Der Till kommt heute noch. Der Markus ist da und wir fahren jetzt mal los. Die Einfahrt, auch die habt ihr schön freigeschnitten. Das war vorher immer ein bisschen mehr mit Bewuchs versehen. Ja, der Baum und der hier auch auf dieser Seite. Ja, ihr habt ein eigenes Gärtnerteam? Ja, die arbeiten auch das ganze Jahr. So, komm, wir fahren. Da sind wir, Rezeption haben wir gezeigt. Meine Frau hat nämlich gesagt, können wir jetzt endlich mal losfahren. Wir wollen mal nach Monaco kommen. Monaco gibt es einiges zu sehen. Und hier ist schön. Hier ist wunderbar. Ein Paradies, deswegen lebe ich hier. So, du hast dich nämlich entschieden, raus aus Deutschland, dem Land des ewigen Regens manchmal. Im Moment hat sich das ja auch verändert. Ist es hier wärmer geworden eigentlich? Ja, in letzter Zeit schon. Wir hatten letzten Dezember zum Beispiel tagsüber sogar 27 Grad manchmal. Dezember? Ja, im Dezember. Ungewöhnlich warm, absolut ungewöhnlich warm. So, erzähl mal, da hinten ist jetzt wo? Also wir sehen links, ist hinter den Bäumen, links vom Kirchturm, ist schon das Fürstentum mit den Wolkenkratzer. Ach, witzig. Unter da ist ein Hügel. Warte mal, ich guck mal. Ich zieh mal gerade ein bisschen. Wo die Araucaria stehen. Ach, da. Da sind diese ganzen Wolkenkratzer, das ist schon das Fürstentum Monaco.
Okay, das heißt, die mussten in die Höhe, in die Breite können sie ja nicht. Nein, in die Breite machen sie aber durch Landgewinnung aufs Meer. Da sind sie Weltmeister drin. Wenn die mal fragen würden bei Frankreich, ob die ihnen vielleicht noch ein bisschen was verkaufen würden, ich glaube, das machen die nicht, oder? Haben sie nicht gemacht, aber ein paar Kilometer haben sie ihnen verkauft. Ein paar, nicht Kilometer, sondern ein Grundstück haben sie ihnen verkauft. Eins? Ja. War nett, oder? Das ist oberhalb der Tête Chêne, den wir von hier aus sehen. Das ist der Hügel oberhalb vom Fürstentum. Heißt Hundskopf auf Deutsch. Liebe Zuschauer, ihr könnt hier nichts erkennen, aber ich kann euch versprechen, es sieht ganz toll aus. Denn wir fahren auch gleich mal hin. Ja, rechts vom Kirchturm ist Menton, das ist die erste französische Stadt. Und das Agglomerat unterhalb von dem spitzen krummen Berg ist die Altstadt von Ventimiglia, die zweitgrößte von Ligurien nach Genua. Also wenn es heißt, eine Fahrt nach Monaco, dann machst du immer die Küstenstraße, fährst da nicht mal schnell über die Autobahn rein, sondern da gibt es viel zu sehen. Es gibt sehr viel zu sehen, sehr viel zu erzählen und deswegen fahre ich nicht sofort nach Monaco, sondern erstmal über die Küstenstraße nach Bordighera. Das ist nämlich der südlichste Punkt von unserer Region Ligurien und hier gibt es laut National Geographic und aber auch, wir können es auch sagen, die schönsten Sonnenuntergänge der Welt und das ist im Winter. Es geht auf die Autobahn, das ist nämlich die A10. Die wirklich von der Schweiz, glaube ich, geht, durchgehend. Ja, von der über Mailand runter. Was toll ist, finde ich, dass die Mautgebühren in Italien bei weitem nicht so hoch sind wie in Frankreich. Das ist sehr angenehm, auch für große Fahrzeuge. Für Wohnmobile zahlt man wirklich nur einen Bruchteil von dem, was da ist. Du hast jetzt kein Ticket gezogen. Warum? Bist du Mautpreller? Wir haben Telepass. Telepass. So. Das heißt, das wird abgebucht von deinem Konto? Von dem Konto, ja. Das kann jeder kriegen, Telepass? Kann man auch mittlerweile in Deutschland ausleihen, beim ADAC, also gibt es überall. Es gibt mittlerweile auch den europäischen über Frankreich bis Portugal durch. ADAC, gell? Mhm, ja. Cool. So, jetzt geht's auf die Autobahn. Wenn es übrigens so schräg ist, die Silvia, die hat letztes Mal die Walter Röhr-Tool gefahren. Die kann man hier auch fahren. Walter Röhr war ja ganz lange hier, oder? Er hat 4 Weltmeisterschaften gewonnen und er ist sehr an Sanremo und Monaco liiert. So, das ist was für dich, Marlene. Guck mal hier runter. Vallebona ist das kleine Dorf und hier im Winter schimmert alles so gelblich. Dann wird das Tal gelb. Dann ist nämlich die Blütezeit von der Mimose. Die Mimose? Ja, die blüht hier. Ich dachte, das wäre eine Frau, die Angst hat. sei kein Mimöschen. Kennst du das? Nee. Ja. So, das war ein kleiner Scherz. Und Silvia hat sich böse verschluckt. So, da sind wir im Tunnel. Das ist übrigens einer von den 5000 Tunneln, die es hier gibt, die wirklich immer nur ein paar Meter lang sind. Aber ich kann euch sagen, Mobilfunkempfang ist immer da. Ihr könnt also Netflix während der Fahrt gucken. Das geht. Überhaupt, ich sag mal, Italiener und telefonieren ist, glaube ich, die werden schon geboren mit dem Telefon, ne? Ja, mittlerweile schon, ja, leider. War früher, also ich kann mich daran erinnern, 80er Jahre, da hatte jeder so auf dem Café schon die Handys liegen, da haben die in Deutschland noch gar nicht dran gedacht. Ja, es ist sehr beliebt, leider. Man sollte, wenn man mit Freunden zusammensitzt, das Handy weglassen. So, nächster Tunnel. Ist noch weit jetzt? Nein, wir sind gleich an der Grenze. Ist da ein Schlagbaum oder geht die Autobahn durch? Nein, die Autobahn geht durch. Die Grenze ist nämlich in einem Tunnel. Als erstes kommt gleich die Mautstelle von Ventimiglia. Und davor sehen wir noch das wunderschöne Nerviental mit den fast 2000 Meter hohen Bergen, der Monte Torraggio und der Monte Pietravecchia. Das ist gleich rechts nach dem Tunnel, kann man das sehen. Hier. Ja, gleich rechts. Hier kommt man auch in das Nervetal bis nach Dolce Aqua, wo auch Monet gewesen ist und seine wunderschöne Brücke dreimal verewigt hat. Die Preise, Krise und so, Preiserhöhung, habt ihr das gemerkt am Platz? Kommen weniger? Nein. Nein. Also eigentlich kommen sogar mehr. Bei Camping ist relativ günstig. Man kann für, ich sag mal, Hochsaison bester Platz, 2 Wochen, was zahlt man da am Tag? Mit Strom ungefähr 85 Euro. So, das ist aber dann erste Reihe, Meerblick, ja, also das Beste vom Besten. Wo geht's los ungefähr bei euch? Platz oben zum Beispiel? Platz oben ist um 59 Euro.
So, zur Hauptsaison. Das ist Hauptsaison, ja. Nebensaison, etwas günstiger? Ab 31 Euro. So, und überleg mal, 31 Euro, und da kann denn die ganze Familie hin. Gibt es einen Zuschlag für Kids und Personen eigentlich bei euch? Der Platz beinhaltet bis zu 4 Personen. So, ihr habt keine Hunde. Das wird sich demnächst ändern auf eurem Stellplatz. Da werden Hunde erlaubt sein. Das ist ein ganz großer Paradigmenwechsel, weil viele angerufen haben bei euch, gesagt haben, wir würden kommen, wenn ihr Hunde akzeptieren würdet. Aber ihr habt gesagt, es geht nicht, weil der Platz ist für Hunde nicht geeignet, der jetzige. Genau, ja. Es gibt sehr viele, wir haben sehr viele Kunden, die kommen, weil wir keine Hunde akzeptieren. Vor allem die ganze Vegetation. Das Problem sind, wie gesagt, leider nicht die Hunde, sondern oft viele Hundebesitzer. Das ist, die Sauberkeit lässt oft zu wünschen übrig. Auch bei Menschen, nicht nur bei Hunden. Ja, das hast du gemerkt in der Schweiz. Miralago, die haben ja Hunde, da habe ich es nicht gemerkt. Da achtet, glaube ich, jeder sehr extrem drauf. Ja. Und aber wenn ihr euch beschwert und sagt, dann kommen wir halt nicht dahin. Ihr könnt eh nicht kommen, wenn ihr einen Hund habt. Aber demnächst, der Stellplatz, der wird, glaube ich, sensationell, der neue, oder? Ja, der ist direkt am Meer auch. Und da kommt auch für Hunde alles Mögliche wird da gebaut. Es kommt auch eine große Parkanlage, öffentliche Parkanlage wird dazu gebaut. Und auch sehr viele Sportaktivitäten im Freien. Das ist uns so und so die Sportecke in Sanremo. Alle möglichen Sportarten kann man dort ausüben. Es wird auch gerade ein Schwimmbad, ein Hallenbad gebaut für Paddle und so weiter. Also das ist die Sportecke in Sanremo. Von Rugby bis Leichtathletik, Fußball, alle möglichen Sportarten, Pumptrack ist alles vorhanden. Mhm. Das ganze Jahr. Auch die Anfahrt ein bisschen einfacher, muss man dann sagen. Ihr habt da viel, könnt vieles neu machen. Anzahl der Plätze, was kriegt ihr ungefähr? Um die 90. 90 Stück? Ja. Boah, ihr habt jetzt wie viel auf dem Platz? Knapp 100. 100, das heißt fast eine Verdopplung. Ja. Sensationell. Also, habt's gehört, für Wohnmobile, es geht ab nach Monaco. Wir bleiben aber noch eine Zeit lang noch in Frankreich. Das ist die Autobahnausfahrt. Aber wir bleiben noch, wie gesagt, zwei Ortschaften von Frankreich. Monaco ist sehr klein, insofern werden wir heute zwei Grenzen sehen von dem kleinen Staat. Sehr goldig. Das erste, was wir gleich sehen können, ist das wunderschöne neue Hotel Maybourne Riviera, letztes Jahr eingeweiht. Davor war ein Hotel, das hieß Vista Palace. Dieses Jahr während des Grand Prix haben hier im Maybourne Riviera das ganze Mercedes-Team übernachtet. Ja, dieser Betonkasten hier? Ja. Das ist 2 Sterne, 3 Sterne? Das ist ein Luxushotel. Also 5 Sterne superior? Ab 700 Euro pro Nacht. Hallo. Cool. Hallo. Bis 1800. Fahr mal hier links, fahr mal links. Ich zeig mal gerade hier vorne. Ein bisschen langsamer bitte. Ein kleines bisschen langsamer. Mal gerade die Autos gucken. Hier steht ein cooler Jeep. Brabus, kleiner Mini. Wahrscheinlich die Geringverdiener-Fraktion. Ich guck mal gerade hier vorne. Da lauter Ferraris, Lamborghinis. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ey, ist das ein geiler Kasten, oder? Ja, ein Luxushotel. So, let's go. Was diese Luxusautos betrifft, Monaco hat den Weltrekord an Ferrari-Besitzern. Also man kann im Fürstentum, wenn man ein Luxusauto mag, jeden Tag reinfahren. Das ist nicht zu überschlagen. Also 2,9 Ferraris pro 1000 Einwohner ist number one. 2,9 Ferraris pro 1000. Aber ich muss sagen, in Sanremo gibt es auch ganz viele Ferraris, denn die Luxus-Yachtbesitzer wollen schließlich nicht in einem Fiat 500 fahren, aber viele sind auch Understatement, habe ich gesehen. Also es ist nicht jeder hat da dann so ein AMG oder sowas? Nein, also sagen wir, es gibt zwei Arten von Superreichen. Die einen, die möchten nicht erkannt werden, auch also, die fahren zum Beispiel auch 500er, ganz einfache kleine Autos. Und die natürlich sich wichtiger fühlen möchten oder auch sich zur Show stellen, natürlich fahren sie Luxusautos. Ja, ich habe natürlich auch 3 Ferraris im Keller, so wie du. Genau. Ist so. Aber ist das hier so ein Auto, was du oft siehst, oder ein Ferrari? Jeden Tag. Jeden Tag. So all day Ferrari. Nee, Spaß. Guck mal hier, ein Bentley, hast du gesehen? Ganz viele, ja. Diesen Sommer war hier auch immer das Bad-Auto, dieses schwarze. Das Bond-Auto. Das Batman-Auto, dieses schwarze. Das Batman-Auto. Ja. Guck mal hier unten, da sind schon die Hochhäuser von
Monaco. Das heißt, die können ja nur noch in die Höhe bauen. So, das heißt aber, wenn du hier in so einem Hochhaus wohnst, das ist ja nicht günstiger, dass du sagst, du bist ja in einer Hochhaussiedlung oder so? Nein, absolut. Monaco ist seit dieses Jahr 2022 der teuerste Stadt der Welt. Der Durchschnittspreis pro Quadratmeter Wohnfläche ist mittlerweile ab 53.000 Euro. Okay, dann würde ich mir da mal einen Quadratmeter gönnen. Das sind dann schon 2 Bitcoin, die weg sind. Aber geht ja nicht anders, weil sag mal, müssen dann in die Höhe. Das heißt, wenn du da ein Häuschen hast mit viel Grund, so ein einstöckiges Haus, machst da dann ein Hochhaus drauf, da kannst du richtig reich werden, oder? Absolut, das haben auch viele gemacht. Die haben angefangen zu bauen. Die größten Bauherren sind die Italiener. Hier links kommen gleich immer wieder das ganz bekannte Odeon Tour. Zwei Zwillingstürme, zwei ovale Zwillingstürme, wo auch bei der Einweihung das teuerste Penthouse der Welt entstand. Das Penthouse geht über 3 Etagen, über 1300 Quadratmeter Fläche. Man sieht es hier auf den Bildern. Man kann vom Schlafzimmer in das private Pool auf dem Dach über eine Rutsche gelangen. Das würde Oscar mögen. Ja, ja, klar. Der hat das bei uns ja jeden Tag, weißt du? Das Haus vom dritten Stock. Das Penthouse wurde in Auktion zum Verkauf gegeben ab 400 Millionen Euro. Wurde nicht verkauft. Der Preis ist gesunken ab 330 Millionen. Immer noch nicht verkauft. Also das heißt, seit 2 Jahren kann man das für 600.000 Euro Monatsmiete haben. 600 Kilo im Monat. Mhm. Ja, Marlene, sollen wir es machen? 600.000 im nächsten Leben. Im Moment das höchste Gebäude im Fürstentum, 170 Meter hoch mit 59 Etagen. Ich überlege gerade, wie viele Tage ich es mieten könnte, bis ich pleite bin. Gar nicht, sagt sie. Nein, ist Mindestmiete. Das Problem ist, sie wollen ja dann auch eine Kaution haben in gleicher Höhe. Es wird gemanagt wie ein 5-Sterne-Luxushotel, aber es sind alles Privatwohnungen. Also nichts Dubai hier, es ist Monaco. Monaco, ja. Monaco, so. Krass ist das hier, guck mal hier, das ist auch so ein... Das ist das, Odeon Tour. Ist so ein kleines Phallus-Symbol, wenn du so drauf guckst hier für die Leute. Ich bin das Höchste, das Tollste, das Beste, oder? Und ich bin abends beleuchtet. Früher war es komplett beleuchtet. Die Farben können sich ändern, von Blau auf Grün, auf Rot, Weiß. Im Moment ist das nur teilweise mit LED beleuchtet. Das ist durchsichtig, ja? Also Glasfaser. Marlene, du wolltest was sagen? Ja, also San Remo wird mir immer sympathischer. Das sagen alle. Das sagen alle. Aber Monaco ist halt so diese Märchenwelt, ne? Mit den Superreichen und wunderschön gegenüber von uns Cap Martin. Was? Cap was? Cap Martin ist ein wunderschöner Spaziergang, 1,5 Stunden am Meer entlang und dann ist man im Fürstentum. Das gehört zu Frankreich. Krass, hat sich doch viel geändert, seitdem ich das letzte Mal hier war mit den Kindern, da waren die 3. Das war vor 30 Jahren. Und ja, damals sind wir dann immer schnell rein, schnell raus. Wir sind jetzt an der Grenze gleich? Noch nicht, nein, das ist noch Frankreich. Ich werde euch gleich die Grenze zeigen. Die liegt in einer Straße, also Beausoleil ist die Grenze mit Monaco. Beausoleil, die schöne Sonne. Ja, genau. Es gibt auch ein Beaulieu nach Monaco. Das ist der schöne Ort dann. Mhm. So, Riviera Palace. Die Häuser hier wahrscheinlich auch nicht ganz billig, oder? Nein, die haben sich auch, die sind gestiegen, verdreifacht teilweise auch in den letzten Jahren. Also wer hier vor 20 Jahren in der Gegend aufgekauft hat, ist jetzt natürlich etwas reicher. Sag mal, eine blöde Frage, muss jetzt jeder LKW, der hier eine Cola bringt, hier durch die Straße? Nein, da kommt er gar nicht durch. Vor allem Monaco möchte immer mehr autofrei werden. Ab nächstes Jahr dürfen die Reisebusse nicht mehr reinfahren. Sie müssen oben anhalten und dann werden sie mit anderen kleineren Bussen reingefahren. Das ist die Neuigkeit für nächstes Jahr. In Monaco ist immer wieder was Neues, nie langweilig unter der Hinsicht. So, und du hast ja keinen Reisebus hier, für dich gilt das ja nicht. Parken geht, du hast mir jetzt billiger als in München, oder? Teilweise ja, man zahlt also für einen Vormittag um die 14,50 Euro. 14,50 Euro, so, und das ist in deiner Tour mit drin. Denn dafür können die anderen ja nichts. Trinkgeld, wird das gern bezahlt für dich? Ja, machen sie sehr gerne.
ist, glaube ich, auch wichtig. Also tippt bitte die Silvia, wenn ihr so eine Tour kriegt. Und zwar ordentlich, sonst kriegt ihr es mit mir zu tun, denn die machen einen geilen Job. Sag mal, du weißt hier wirklich alles. Hast ein gutes Gedächtnis, oder? Ich habe für mich gelernt. Ich liebe die Gegend und ich wollte immer mehr wissen. Und von einem Buch kommt das andere, immer wieder was Neues. Und wenn man auf dem neuesten Stand bleiben möchte, muss man immer wieder dazu lesen und auch immer wieder den Observateur zum Beispiel von Monaco nochmal lesen. Der Observateur? Genau, das ist eine Zeitschrift, wo die Neuigkeiten vom Fürstentum sind. So, und das hier sind die Kennzeichen übrigens vierstellig 9879. Das ist schon ein Kennzeichen aus Monaco. Beim Prinzen ist das Nummernschild ganz einfach MC01 oder MC02, MC03. Das sind die ganzen Autos vom Palast. Und daran kann man auch das Auto vom Prinzen wiedererkennen. Wir sind hier noch in Beausoleil. Rechts kommt das Rathaus mit der französischen Flagge natürlich, weil wir sind in Frankreich. Und links und rechts die Gebäude, die sind auch von der Belle Époque, teilweise Anfang 1900 gebaut noch. Wunderschöne Häuser. Ist es jetzt fußläufig nach, von hier aus nach Monaco? Oder? Ja, wir sind gleich in Monaco. Die Grenze kommt gleich in der nächsten Straße, übernächste Straße. Ihr müsst diese Tour machen mit Silvia. Und wenn ich hier Beschwerden höre, es ist zu teuer, dann kauft euch doch ein Taschentuch. Denn ihr spart schon so viel Geld auf dem Campingplatz, dann müsst ihr unbedingt mal die Tour machen. Aber ihr fahrt viel, denn die Silvia, die kennt nicht nur die Tour, sondern ich krieg schon Angst und Bange, wenn wir die Nachttour machen. Irgendwann mal mit dir, mit Monaco, denn dann geht's auch ins Casino, richtig? Ja, manche gehen ins Casino rein. Wenn man das denn will. Also ich bin ja gar kein Fan von Casino. Aber meine Frau Marlene zum Beispiel, ja, die ist täglich im Spielcasino, gell? Ja, genau. Also die Grenze ist in der nächsten Straße und die Häuser gegenüber von uns, die sind schon im Fürstentum. Hier rechts, das Haus ist noch in Frankreich. Schaut vorne, Beausoleil ist weggestrichen. Das ist schon die Grenze nach Frankreich. Hier diese schäbigen Kakaschemmen, das ist Monaco hier links. Jetzt kommt Monaco. Das erste, was man sieht, ist das Dach vom Spielcasino. Das hier? Das vorne mit dem Grünen, mit den Türmen. Das ist der Baustil von Charles Garnier, dem berühmten Architekten, der in Paris auch die Oper gezeichnet hat und in Bordighera gelebt hat. Warte mal, ich zieh mal gerade den Weitwinkel ein bisschen. Ich habe ja nur 18 mm. Also da hinten die zwei Hütchen. Ja. Das ist Spielcasino. Das kenne ich sogar, da war ich mal davor. Ich bin sogar einmal mit dem Auto reingefahren nach Monaco. Mhm. Das ist, aber du weißt ja, wie es ist. Damals 21, da willst du auch keine Parkgebühren zahlen. Einmal durchgefahren, hab gesagt, okay, jetzt hast du es mal gesehen. Ich glaube, das machen viele so, oder? Ja, viele, vor allem wenn man nicht weiß, wohin und was, ist Monaco auf dem ersten Hinblick auch nicht sehr schön. Also es können viele als nicht schön empfinden. Wir haben über 500 Jahre Architektur in diesem kleinen Staat und nicht viele kennen das oder preisen es auch. Das ist eine blöde Frage, wir sind schon in Monaco jetzt? Wir sind im Stadtviertel, das Monte Carlo heißt, gleich um die Ecke. Das ist das Stadtviertel, der reichste Stadtviertel vom Fürstentum. Hier werden wir nachher anhalten, dann könnt ihr auch Bilder vom Hauptplatz machen. Das ist auch der bekannteste Stadtviertel. Und rechts kommt gleich die Barclays Bank, sie feiert ihren 100. Geburtstag im Fürstentum. Hier was, die? Barclays. Monaco hat natürlich viele Banken. Ach, Barclays ist eine Bank. Ich dachte, das wäre so eine Zickmarke, ne? Ein wunderschöner Garten, der runter zum Spielcasino führt. Man sieht das nicht. Also alle empfinden Monaco als ganz viel Beton. Monaco hat mittlerweile 20% vom ganzen Territorium grün. Es gibt einen richtigen Parcours mit den Gärten, also über 400.000 Quadratmeter an Grünfläche. Das kann man auch machen. Das habe ich einmal mit einer Floristenschule aus Deutschland gemacht. Von ganz oben, vom exotischen Garten bis hin unten zum Rosengarten, der Grace Kelly gewidmet wurde, ein Jahr nach ihrem Tod. Boah, hier vorne ist auch ein großer Garten. Aber krass, man kann das mit dem Fahrrad entdecken, Monaco? Monaco gibt es 300 E-Bikes, die zur Verfügung gestellt sind. Und man kann Monaco mit dem Fahrrad hoch und runter fahren. Wir sind hier auf plus 50 Meter Höhe und wir fahren gleich die Rennstrecke runter
Die Originalstrecke ist natürlich von 0 auf 50 Meter hoch bis zum Hauptplatz. Die werden wir nachher einmal komplett fahren. Rechts das Hotel Hermitage, ein 5-Sterne-Luxushotel. Und links natürlich die bekannteste, berühmteste Adresse, das ist das Hotel de Paris. Das ist natürlich nicht die vordere Fassade, sondern das, was neu gebaut wurde. Weil alle 20, 30 Jahre müssen die Hotels auf dem neuesten Standard gebracht werden. Jetzt hat das Hotel de Paris auf dem Dach zwei Luxus-Suiten, die Diamant 1 und 2, die natürlich First Ranier sind, und Grace Kelly. Die Suiten kosten 40.000 bis 45.000 Euro pro Nacht. Sie haben ein privates Pool auf dem Dach und sind natürlich wunderschön. Und das liest du alles in deinem Observer? Auch, ja, unter anderem. Wir fahren also, das ist schon die Rennstrecke. Sie wird jedes Jahr neu geteert. Links der Herkuleshafen und oben auf dem Rocher, auf dem Felsen, das ist die Altstadt Monacoville, wo auch der Palast vom Prinz ist. Das ist der hier hinten ist mit den Türmen. Das sind nur 2 Quadratkilometer? Ja, absolut klein. Monaco ist gerade ausgebaut worden, eine neue Halbinsel ist entstanden. 140 Luxusvillen und Wohnungen, die schon fast alle verkauft worden sind, bis auf 4 Stück. Man weiß die Preise nicht, die wurden nicht veröffentlicht. Seit letztes Jahr haben die Immobiliengeschäfte in Monaco die Preise weggenommen, nur noch auf Anfrage. Und rechts, die kleine Kirche, ist die Santa Devota, wo die Prinzessin aus Tradition ihren Brautstrauß hinbringt. Und danach kommt hier hinter dem Bus jetzt der Tunnel zum Bahnhof. Wenn man mit dem Zug nach Monaco kommen möchte, ist man direkt hier im Hafen. Tunnel geht dahin? Ja. Krass. Ja, Marlene, hier kannst du bei Roche-Beaubois, Paris, kannst du deine Einrichtung dann gleich kaufen. Ja, ich habe mir schon gedacht, schade, dass die Geschäfte geschlossen haben. Aber jetzt Sonntag, da haben die leider zu. Das tut mir auch sehr leid, Marlene. Ja, ich weiß. Luxusautos. Luxusautos, hier Palais der Auto. Was da ist so drin? Ah, ein paar Ferraris, Bentleys. Kein Shoppingtour. Hat das auch, sag mal, hier ist aber, bitte? Hat das schon mal jemand bei dir auch gebucht, eine reine Shoppingtour? Nein. Nee. Keine Shoppingtour. Sie fragen und dann erkläre ich ihm, wo das ist, aber wir machen keine Shoppingtouren. Wie gesagt, wir machen keine Werbetouren. Die Leute sollten nach Hause mit Emotionen zurückkommen und das ist, was wir später irgendwann mal mitnehmen, diese Momente. Dass das wirklich jemand von sich aus wollte, das meine ich. Das haben sie gemacht, ja. Also Louboutin zum Beispiel, wir haben Kunden, die haben natürlich das notwendige Geld auch dafür. Sie fragen natürlich auch nach Luxusmarken. So, wir sind ausgestiegen. Da vorne ist die neue Halbinsel. Man kann sie nur ahnen. Dort hinten, da haben die Landeroberung mehr gemacht. Genau, 60.000 Quadratmeter groß. Damit hat sich Monaco natürlich vergrößert. Hier sind wir schon, das ist der Herkuleshafen. Wir haben jetzt gerade in der Diege geparkt, wo auch immer ein Anker, ein großes Schiff ankern kann. Das ist groß? Nö, das ist hier für Monaco. Ja, das, was hier vorne liegt, das Schwarze? Das ist nicht so groß. Also das Weiße ist schon 101 Meter groß, aber trotzdem, also immerhin um die über 85 Meter würde ich schätzen. So. Ist aber ein Platz frei, das heißt, wenn ich jetzt hier käme. Ein paar Plätze, ja. Ein paar Plätze sind frei. Ist das teuer hier zu liegen schon, oder? Ja, die Plätze sind je nach Länge von den Schiffen. Kann auch über 140.000 Euro kosten, je nach Länge von dem Schiff. Am Tag? Am Tag, ja. Ja, am Tag? Am Tag, ja. Hast du gehört? Am Tag? Liegeplatz 140.000 Euro am Tag. Je nach Länge, also für bis 200 Meter Länge. Also bis 200 Meter Länge? Warte, ganz kurz, sag's nochmal. Gegenüber von uns ist das Stadtviertel von Monte Carlo. Wir sehen die zwei Türme mit dem grünen Dach, das ist das Hauptcasino. Links das runde Gebäude ist das Hotel de Paris. Oberhalb auf dem Hügel, wo diese Kuppel ist, das ist der Monte Argel. Zur Hälfte Militärzone und die zweite Hälfte ist der Golfplatz von Monaco. Das ist jetzt noch Monaco da oben? Nein, das ist Frankreich, aber der Golfplatz liegt dort oben und die Monegassen gehen dort oben spielen. Okay, das heißt, die gehen golfen, zum Golfen nach Frankreich, zum Essen nach Italien. Genau, ja, sehr beliebt. Was ist der Vorteil von Monaco? Kann man hier Steuern sparen, oder? Ist steuerfrei. Seit 1869 wurden die Steuern abgesetzt für die Bürger. Steuerfrei? Genau. Keine Einkommensteuer? Keine Einkommensteuer, es sei denn, man hat eine Firma, mit der man über 25% ins Ausland exportiert, dann zahlen sie Steuern. Und die Franzosen zahlen Steuern nach Frankreich.
Wie viele Leute wohnen hier nochmal? Knapp über 49.000. Darunter ist die erste Nationalität Franzosen. Dann kommen die Italiener und Monegassen. Das sind die, die den Pass von Monaco besitzen. Die guten alten Monegassen. Genau. Hier unten ist ein Solarium. Solarium? Ja, auch mit grünem Bereich und Restaurant. Ach so, man kann hier schwimmen, oder? Ja, ist schon tief, ja? Geht 30 Meter runter mindestens. Ist es jetzt noch warm eigentlich, das Wasser? Um 20 Grad mindestens. Okay, also frisch. Ja. Cool. Aber es baden einige auch auf dem Platz noch. So, es riecht nach Knoblauch. Hier gibt es wahrscheinlich Pizza, oder? Unter anderem, aber es gibt auch die Spezialitäten. Und es wird fast so gekocht wie in Italien. Aber dafür hat man in Monaco viel mehr verschiedene Restaurants. Also es geht vom mexikanischen zum libanesischen, alle möglichen internationalen Küchen kann man hier vorfinden. Krass. Ja, wenn du hier gehst, ganz viel Mode, ganz viel schick. Dann natürlich der Ausblick hier ist ganz toll. Ist das so eine TUI-Falle in Monaco, so ein bisschen? Es ist sehr beliebt auf jeden Fall. Hält man mindestens hier an. Also einmal sollte man sich Monaco anschauen. Ist aber jetzt nicht so, wo ich dann irgendwie sage, jetzt wirst du übers Ohr gezogen von irgendwelchen Monaco, komm hier rein. Nee, absolut. Gibt's nein. Nicht? Nein. Alles sauber, alles ordentlich? Es ist alles super sauber, wie man so schön sagt, picobello. Boah, habe ich nicht eine hübsche Frau? Das muss ich ja mal sagen. Du passt eigentlich hier hin. Weißt du das, Marlene? Genau. Sieht aber nicht mein Konto. Das Konto nicht. Du hast mich 17 Mal gefragt, was soll ich anziehen? Was würdest du jetzt sagen? Ist das okay, wie du gedresst bist? Das ist gut. Ja, es ging ja um die Sonne. Durch die Medikamente, dass ich noch nicht so viel Sonne abbekomme. Stimmt, du hast ja eine kleine Infektion. Kein Corona, keine Angst. So, und hier ist... Okay, das heißt, wenn ich hier durch den Tunnel fahre, bin ich schon wieder in Frankreich, oder? Nein, das ist jetzt die Altstadt vom Fürstentum, Monacoville oder Le Rocher. Da gehen wir jetzt durch? Da gehen wir jetzt hin, ja, bis zum Palast. Ah, das hätte ich jetzt schon nicht mehr gewusst. Da wäre ich jetzt hier stehen geblieben, hätte meinen Kaffee getrunken, mich gefreut. Ich habe Monaco gesehen, ja. Postkarten, Idylle. Krass. So, wir gehen jetzt hier hoch, oder? Wir gehen geradeaus und nehmen dann die Rolltreppen. Ist etwas gemütlicher. So, da oben ist Palais, Musée, das Museum. Denn die haben ein ozeanisches Museum. Und da sind die Croisière. Aber ist das nicht tolles Wetter? Ist das, ich sag mal, dass du mal Regen hast oder Hagel oder so, das gibt's hier nicht, oder? Hagel kaum, also es ist ganz, ganz, ganz selten. Regen ab und zu. Es würde uns auch gut tun. Wir haben dieses Jahr nur 2 Regentage gehabt bisher. 3 Regentage. 2 Regentage? Im Sommer war das. Wir brauchen halt Regen. Ihr habt 2 Regentage? Ja, gehabt. Das ganze Jahr? Nein, es wird schon mehr. Aber jedes Jahr ist mittlerweile unterschiedlich. Auf 365 Tage haben wir vielleicht 30 Tage im Jahr mal grau. Und das Wasser, wo kommt das her für euch? Wir haben einen Stausee im Hinterland, wo wir genügend Wasser herbeziehen können. Aber dieses Jahr waren wir wirklich knapp. Einige Dörfer haben Wasser bekommen. Sanremo war wirklich fast auf null. Aber wir haben es geschafft. Es hat glücklicherweise dann einen Tag gut geregnet. Du gehörst hier hin, optisch. Muss ich nochmal sagen. Mhm. Mal gucken, ob ich... Irgendwas heute Abend. Aber ich guck mal gerade hier hoch. Warte, ganz kurz, man hört dich nicht, jetzt. Hier gegenüber der Berg, der aussieht wie ein Herz oben auf der Spitze, das ist der Gramondo. Und da blühen im April Pfingstrosen. Spontan, die sind alle spontan. Ja, wie so ein Herz. Ach, da ganz oben da. Genau. Pfingstrosen, ja. Die haben wir im Garten, Pfingstrosen. Die haben wir schon, ich glaube, 20 Mal versucht wegzukriegen. Die kommen immer wieder. Ja, die vermehren. Ja. Die doch nicht, die bleiben. Die hier unten kommt gleich eine tolle Badebucht, ganz klein. Die hier? Ja, der Strand in Monaco ist neu gezeichnet worden, ist auf der anderen Seite hinter der neuen Halbinsel und heißt Larvotto als Stadtteil. Larvotto. Larvotto. Jawohl. Herrlich. So, jetzt habe ich schon mal 99,9% mehr erlebt als bei meinem letzten Monaco-Besuch.
Also trotz der hohen Sicherheit im Fürstentum, wir sprechen von 0,1 Kriminalität überhaupt, wenn man so überhaupt über sprechen kann. Wir haben aber trotzdem hier ein Gefängnis und das kommt gleich rechts oben. Das da? Genau. Da ist wahrscheinlich, tragen dort die Wärter Gucci und Prada. Im Moment sitzt nur einer. Sie haben auch wunderbare Sichten normalerweise auf Korsika im Winter und hier unten aufs Meer. Also wenn hier in Knast kommst, hast du gute Aussicht auf Korsika und aufs Meer? Da sitzt nur einer. Im Moment ja. Laut dem gruselig. Gruselig, sagst du? In Monaco leben über 120 Nationalitäten. Das heißt, in diesem Fall wäre es nur ein Durchgangsgefängnis für Sie, weil Sie werden dann dem Land ausgeliefert, wo Sie dann den Prozess bekommen. Also der Knast von Monaco, den haben wir jetzt auch schon mal gesehen. Unsere Kunden nennen ihn 5-Sterne-Gefängnis. Jetzt habe ich schon gedacht. Es gibt ja auch schlimmere Jobs als deiner, oder? Ja, absolut. Ich liebe meine Arbeit. Deswegen lebe ich auch hier. In Monaco? Nein, ich lebe zeitweise in San Remo. Ich arbeite mehr im Fürstentum fast als in San Remo, ja, aber ich lebe hier. Also Teil des Programms, muss man ja sagen, ich meine, wenn du dir den ganzen Aufwand siehst für die Touren und so weiter, viel geschnappt habt ihr nicht da dran. Das ist Kundenservice, oder? Das ist Kundenservice, ja. Und ihr könnt jetzt, wie viele Touren könnt ihr machen so? Das ist unterschiedlich. Wir richten uns immer nach den Kunden, was sie halt wissen möchten. Es ist bisher noch der Busparkplatz für die touristischen Busse, auch 2 Etagen. Und oben ist ein Sommerkino. Ein Sommerkino, ja. Über dem Busparkplatz? Oberhalb vom Busparkplatz, ja. Die 2. Etage wird im Winter Go-Kart-Bahn. So, und das ist demnächst Vergangenheit? Heißt, die Busse dürfen nicht mehr reinfahren? Ab nächstes Jahr ist so geplant, dass sie nicht mehr hier runterfahren. Krass. So, ich komme mal gerade ein bisschen vor. Ich weiß schon, wie ich das nennen werde, das Video. Das heißt nämlich Dummies, Monaco für Dummies werde ich es nennen. Für Dummies, okay. Ja, es gibt ja so Bücher, diese gelben Bücher, ja, kennst du die? Nicht alle. Kenn so ich Kobol alle. Für Dummies, ja. Basic für Dummies. Genau. Und das ist jetzt Monaco für Dummies. Es gibt auch gute Reiseführer oder ich sag mal, sind so die Spezialitäten, die du entdeckt hast, die findest du nirgendwo? Im Allgemeinen nicht alle zusammen. Man muss sich schon mehr, wenn man schlau werden möchte, etwas mehr lesen. Also für Italien ist, für Ligurien ist der Reiseführer Tom Müller sehr gut, auch für die Wanderungen. Und für Frankreich sind mehrere, die sehr gut sind, von Lonely Planet hin bis auch Müller teilweise, ja. Es gibt ja viele Tagestouren, die, glaube ich, nach hier entsprechend rübergehen, nach Monaco. Ja. Das heißt, man hat viele Touristen, die leben vom Tourismus so ein bisschen? Teilweise auch, ja. Dienstleistung ist natürlich die größte Einnahme vom Fürstentum. Ah, da hinten ist auch so eine Bucht, oder was ist da hinten? Das ist der Stadtviertel, der als erster aufs Meer hinausgebaut worden ist, in den 70er Jahren von Vieille. Und was ist das? Ein Kasten. Das Ozeanographische Museum, 29. März 1910 eingeweiht. Da ist was Blödes passiert, eine Alge ist da abgehauen, eine ganz bestimmte, erzähl mal. Ungewollt, das war eine Alge, die sich praktisch überall hier an der Küste verbreitet hat. Und damit hat sich auch teilweise die Farbe von dem Meer, wenn man das Türkise anschaut, das Grüne, ist teilweise das Dunkle dann diese Alge. Sie scheint in letzter Zeit etwas verschwunden zu sein, weil sich auch neuere Algen gebildet haben. Aber das Museum, das Ozeanographische Museum, ist auch ein Labor, also sie machen viele Experimente. Es ist das wichtigste Museum für Meereskunde in Europa und wurde von Albert I. gewollt. Das war der Urgroßvater vom heutigen Prinz Albert II. Der Albert I. Ja. Gut. Ist er ab und zu mal da hier, macht so Seasighting oder zum Beispiel Handshakings mit Touristen, Albert? Er ist ein sehr freundlicher und sehr beliebter Prinz. Man sieht ihn oft, ja, sehr oft. Cool. Wie vielte Tour für dich jetzt? Ich weiß es nicht. Hast du gezählt? Nee. Normalerweise machen die Touren auch die Simone, unsere Reiseleiterin, aber sie ist im Moment nicht da. Machst du das gut? Es macht mir Spaß. Ja,
ganz beeindruckt. Hier siehst du das Ozeanische Museum. Das war das, was wir von unten gesehen haben, oder? Genau, das ist jetzt die vordere Fassade, wo auch die ganzen Meeresbewohner angebracht sind. Also viele Meeresbewohner oder unter die Bugspitzen, Krebse, Muscheln. Wir haben ganz viele wichtige Bäume, wie hier dieser links. Das ist der Schlangenbaum, der kommt aus China ursprünglich. Also Albert der Erste wollte vor allem, dass sein heißgeliebtes Museum an die ganzen Meeresbewohner erinnert. Und am Eingang vom Museum hat er sogar die Wellen vom Meer einritzen lassen. Das sehen wir gleich. Das gelbe Unterwasserboot ist ein Anorep. Die wurden hier in der Nähe von Nizza gebaut. Bis 100 Meter tief konnte man damit tauchen. Das war natürlich in den 60er Jahren. So, hier vorne. Für zwei Personen vorgesehen, die Schulter an Schulter sitzen mussten. Etwas eng, da hätte ich Platzangst bekommen. Also das Baujahr nochmal, ich habe es nicht mitbekommen. 1966. 66. Alles ist überholt heutzutage. Ist das Boot hier entwickelt worden? Genau, die wurden hier in Nizza, Entschuldigung, gebaut. Submarin B-Plus Anorep A. Hast du gerade ja beschrieben. Das ist es. Ist das ein Original, oder? Ja, also man musste hier Schulter an Schulter sitzen. Schaut mal, wie eng das ist. Und ich bin klein. Es ist wirklich sehr eng. Warte, ich zeig dich mal komplett mit dem Boot. Da bist du. Ja, für alle, die jetzt eingeschaltet haben, wir sind zusammen von einem tollen Platz, Villaggio dei Fiori. Das heißt Blumenstadt, oder? Blumendorf. Blumendorf. Guck mal hier, es gibt auch hier so Seasighting, Hop-on, Hop-off. Ja, und auch die Bimmelbahn ist sehr, sehr beliebt. Die sind schon sehr ausführlich, wenn man einfach eine Tour in Monaco alleine machen möchte. So, was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir durch den ältesten Garten bis zum Palast. Bis zum Palast? Ja. Cool. Eingang. Also, wenn ihr mal herkommt, investiert ins Parkhaus. Lasst euch von Silvia oder von Simone führen. Ist Simona oder Simone? Simona. Simona. So, und das hier ist der Eingang dann. Gucken, wenn wir noch Zeit haben, vielleicht gehen wir noch rein. Aber ist es sehenswert? Ist es gut? Es ist absolut wunderschön. Sehr interessant. Mehrere Etagen und wirklich sehr schön zum Besichtigen. Das einzige Museum, oder? Eine Meereskunde, ja. Okay, es gibt in Monaco mehrere Museen, also Oldtimer Museum zum Beispiel, das ist die private Kollektion, die Fürst Rainier angefangen hatte in den 50er Jahren. Die ist offen. Die ist gegen Gebühr, aber die ist mittlerweile im Hafen versetzt worden. Da ist ein neues Parkhaus gebaut worden und das Museum versetzt. Von Vieil, weil wo das Museum bisher war, wird ein neues Projekt gerade wird nächstes Jahr ein neues Projekt gebaut. Wir gehen jetzt durch den ältesten Garten von Monaco, das ist der St. Martin Garten, 1814 eingeweiht. Damals war die Bevölkerung absolut nicht das, was wir heute erleben dürfen, also an Reichtum gab es überhaupt nichts. Um den Einheimischen Arbeit zu verschaffen, hat man den Garten bauen lassen. Grace war diese Grace Kelly, oder? Genau, das ist die ehemalige Schauspielerin, die den Prinz geheiratet hat. Was viele nicht wissen, dass sie im Mai 1955 nach Cannes eingeladen wurde, um eine Prämie für ihre Karriere abzuholen. Und eine französische Zeitschrift fragt sie, ob sie bitte ein Interview mit dem Prinz macht. Er erwartet sie im Palast und womit niemand gerechnet hat, dass sie sich verlieben. Also 11 Monate später wird sie die Frau vom Prinz Rainier. Also totaler Zufall. Eigentlich schon, ja. Hier sind sie auf dem Bild mit Jacques Cousteau. Ach, das ist der Jacques hier. Ja. Ja, er war, wie gesagt, 30 Jahre lang der Direktor von diesem Museum. Jacques Yves. So. Übrigens, für alle, 30. Oktober 2022. Sie friert auch gar nicht, denn hier sind angenehme Herbsttemperaturen. Der Winter beginnt ja auch erst am 21. Dezember, muss man sagen. Ungefähr. Oder auch gar nicht. Das ist eine Skulptur jetzt von Grace Kelly hinter der Villa von der Prinzessin Caroline. Die werden wir nachher auf dem Rückweg näher sehen. Die Villa von der Prinzessin ist hinter dem Garten. Ja. Man sollte nicht aufreden. Ja. Ja, meine Frau ist ja sehr korrekt, muss man sagen. Nicht, dass er da. Also man muss sagen, dass die Gärten in Monaco, die meisten sind öffentlich.
bis auf den exotischen Garten, alle kostenfrei. Und sie haben wunderbar Kunst mit, Grün, also mit Natur verbunden. In diesem Garten sind zum Beispiel viele Skulpturen, darunter ein De Chirico. Und im Garten von, den Rosengarten von Grace Kelly kann man eine Botero-Statue anschauen. Wir gehen hier rechts und schauen uns den riesengroßen Baum an, den wir auch in Bordighera erblicken durften. Hier rechts haben wir einen davon wieder, ein Ficus macrophylla, aus Australien importiert. Und die Besonderheit von diesem Baum ist, dass er nicht nur in die Höhe wächst, sondern in die Breite. Und das macht er dank der Luftwurzeln, die vom Baum runterkommen. Also der Baumstamm, den wir hier rechts sehen, der ist seit 2019 fest am Boden. Somit wird der Baum breiter. Deswegen müssen wir sie schneiden, weil sie gegen die Häuser wachsen. Sie haben in Bordighera gesehen, dass er abgetrennt ist. Ne? Der muss geschnitten werden. Also so ein Baum kann so groß werden wie ein Fußballplatz. Wir haben sehr viele davon, auch in der Altstadt von Sanremo, überall hier an der Riviera, wo das gute Klima ist. Krass. Und die Wurzeln wachsen von, ach tatsächlich, da oben. Das sind diese Wurzeln, die da runterkommen, genau, oder? Die sehen aus wie Lianen, aber das sind Luftwurzeln. Sehr leicht, die sind nicht so schwer. Was? Überall Vögel? Du hast... Ja. Aber nicht nur Tauben? Nein, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die auf Deutsch heißen. Diese... Ach so, Rabe. Raben, ja. Siehst du jetzt, hast du mal einmal was nicht gewusst? Manchmal vergesse ich einige Wörter. Aber gut, ist ja so. Ich meine, du warst, wie lange warst du in Deutschland insgesamt? 21 Jahre. 21 Jahre. Ich überlege die ganze Zeit, wie alt du bist. Du siehst noch so saujung aus, weil... Ich bin schon älter. Ja. Du bist 21 Jahre in Deutschland gewesen. Ja. Und bist schon wie lange jetzt hier? 29. Gut, ich frage dich mal nicht mehr, wie alt du bist. Ist das sensationell, oder? Wie jung die ganzen Italiener aussehen. Das ist aber so gentechnisch, oder ist das hier das schöne Wetter? Die Luft. Ich denke auch das tolle Leben. Ja. Weil man es sich aussuchen kann. Das Olivenöl. Ja, das Essen, also wir haben schon immer gesund, wir sind gesund aufgewachsen im Sinne, dass meine Mama immer gekocht hat zu Hause. Also ganz typisch italienisch auch. Wir hatten immer das Beste vom Besten. Hier rechts haben wir eine wunderschöne Skulptur von De Chirico. Und wir gehen jetzt links runter. Von wem? De Chirico, das ist ein italienischer Künstler, ein ganz bedeutender. Oh toll, ich kenne ihn nicht. Weiter vorne eine Skulptur, die Prinz Albert den Ersten zeigt in seiner Lieblingsposition. Also er war sehr oft mehr aufs Meer hinaus als im Fürstentum, weil er sehr gerne gereist ist. Der Seefahrer. Ist der Seefahrer, ja. Der berühmte Seefahrer. Ein ganz moderner Prinz und auch wirklich sehr weitsichtig. Neben seinem sehr beliebten Museum hat man die Skulptur dann aufgebaut. Alter, wie alt ist er geworden? 48 minus 99, Marlene? 22. Ach, 22, also lass mal überlegen. Das sind 48 sind 52 und 22 sind 74. Ja. Nochmal? Eigentlich ordentlich alt geworden für die Zeit, oder? Ja, 74. Für die Zeit meine ich jetzt. Gab ja noch keine großen OPs oder irgendwas, die da sind. Da steht er mit drin. Die Aussicht hier, wo ist denn jetzt Schluss von Monaco hier? Monaco ist Schluss hinter dem Stadion, wo die Bögen sind. Das kann man von hier nicht sehen. Das werden wir gleich etwas weiter oben sehen. Ah doch, zwischen dem Baum kann man die Bögen sehen mit dem Flagge von Monaco. Das ist, hinter den Bögen ist wieder Frankreich. Da hört Monaco auf. Und ihr hört jetzt den Hubschrauber. Monaco hat ja keinen eigenen Flughafen. Der nächste ist Nizza. 7 Minuten Flugzeit, also alle 10 Minuten fliegt ein Hubschrauber, mindestens 50 am Tag. Damit werden die Kunden oder die privaten Jetbesitzer hin und her geflogen. So, wann fliegt unsere? In einer Stunde. Gut, gute Antwort. Hier ist ein kleiner Hafen. Auch hier könnten jetzt in 100 Jahren können die Häuser stehen, oder? Ja, könnte passieren. Das ist ein etwas günstigerer Hafen, wenn man überhaupt von Armut in Monaco sprechen darf. Ach, deswegen ist ja kein Boot. Hier sind die Ankergebühren etwas günstiger und vor allem vom Vielis in den 70er Jahren entstanden, um den Einheimischen Wohnungen zu verschaffen. Hier wurden über 1000 Wohnungen verschafft. Hier also. Lebt auch die Prinzessin Stephanie. Ich zeige euch gleich, wo ihr Penthouse ist. Die Stephanie? Ja. Krass. Auch irgendwo leben. Boah, ist das...
ich kann mir das aber vorstellen, wenn du so adelig bist, das ist ja auch kein Leben, oder? Du musst ja dauernd da aufpassen, wenn du unterwegs bist, dass Leute dich erkennen. Aber sie ist oft unterwegs, absolut kein Problem. Hast du schon mal gesehen, Stefanie? Ja, auch Caroline, auch den Prinzen sehr oft. Wir haben hier in diesem Garten auch ganz viele schöne Pflanzen und Blüten. Das ist eine Lantana zum Beispiel, eine Riesenstrelitzie, die haben wir auf dem ganzen Campingplatz. Und hier links diese wunderschöne Gattung von Chica. Das ist eine weibliche Chica. Eine Chica? Oskar, komm mal her. Hier sind die Chicas. Eine weibliche, das sieht man innen drin. Ja? Das ist eine weibliche Chica. Die ist voll hübsch. Habe ich noch nie gesehen, so eine Pflanze. Ja, sie wird oft mit Palmen verwechselt, aber ist, wie gesagt, eine andere Gattung. Eine Chica. Das ist uns die ganze Blume. Diese ganzen, die Bäume sind auch unter Denkmalschutz. Ach, das ist der Grund, warum den jetzt noch keiner abgeschnitten hat hier. Die dürfen nicht abgeschnitten werden, auch nicht in Italien. Das heißt, wenn der hier so quer wächst, hat er Pech gehabt. Ja, sie sind ja gestützt, damit sie nicht abgeschnitten werden, also abgefällt werden. So. Und ich kann mir vorstellen, wenn sich da jemand zu schaffen macht, kriegt er richtig Ärger hier, oder? Ja. Ach, da sind die Stützen. Ja. Krass. Und hier sind die Pinienzapfen noch dran. Übrigens, die Altstadt von Sanremo, vorsichtig, heißt Pigna, weil sie an die Pinienzapfen erinnert. Also sie ist so pinienförmig aufgebaut worden. Falls ihr mal eine Stadtführung machen möchtet, ist sehr interessant auch. Ja, klar machen wir die mit dir. Muss mal. Du hast gesagt, ich rufe den Simona an, hast du gesagt. Simona, ja, ich hoffe, sie hat Zeit, dass sie mich auch ersetzt. Also, wenn ihr auf den Villaggio dei Fiori geht, dann müsst ihr diese Touren buchen, weil der Campingplatz selber ist ja schon sensationell. Aber hier, guck mal, das ist ja... Das sind über Kakteen hier, oder? Ganz viele Aloe-Gattungen auch. Also es gibt sehr viele. Darunter kann man 3 Stück für Kosmetik bzw. für die Haut benutzen oder auch sogar trinken. Wir haben auf dem Platz zum Beispiel die Aloe Arborations. Und unsere Kunden dürfen sie benutzen, weil wenn man zu lange in der Sonne gelegen hat und dann einen Hautbrand hat, kann man sie einfach auf die Haut drauflegen. Sie bekommt nur Sonne und Wasser ab, also keine Pestizide, also nichts. Alles natürlich, 100%. Der ist ja wunderschön, der Garten. Ja, es gibt in Monaco also mehrere Gärten. Es gibt ein richtiges Parcours, dafür bräuchten wir einen Tag fast, würde ich sagen. Cooler Ausblick auf einen wirklich tollen Hafen. Da drüben wohnt Stefanie. Ja, Prinzessin Stefanie hat dieses Penthouse, die letzten 2 Etagen, mit dem Pool oben auf dem Dach. Dort lebt sie seit über 12 Jahren. Krass, echt? Die hier direkt vorne auf der Ecke? Ja. Ganz einfach. Ich guck mal, jetzt habe ich leider kein Fernglas dabei. Das heißt, das ist hier vorne. Warte mal, ich ziehe mal gerade nochmal auf. Da oben auf dem Dach. Marlene, du wolltest ja immer ein Penthouse haben. Jetzt hast du die Chance. Genau. Frag doch mal, ob sie vielleicht wechseln will, tauschen möchte. Glaube ich nicht, oder? Ich denke, sie fühlt sich schon wohl. Und daneben mit den Bögen und den ganzen vielen Flaggen, das ist das Stadion Louis II. Das ist das Ende von Monaco, ne? Hinter den Bögen ist wieder Frankreich, da hört das Fürstentum auf. So, und da unten wieder mal ein Hafen. Ja. Auf den Booten leben auch Leute schon mal, oder? Auf den größeren, ja. Das ist ein kleinerer Yachthafen. Hier sind nur 270 Ankerplätze und die Schiffe alle höchstens 38 Meter lang, nicht mehr. Also nur 38 Meter? Nur, ja. Und rechts, wo diese großen Fensterscheiben sind, da war früher die Oldtimer-Kollektion von Prinz Albert, die er von seinem Vater geerbt hat. Da steht auch Centre Commercial. Das wird ganz neu gebaut. Also das Museum wurde versetzt in den Hafen und dieses Centre Commercial wird ganz neu gestylt ab nächstes Jahr. Du hast überall Baukräne hier. Wird die ganze Zeit gebaut? Wird die ganze Zeit gebaut. Sie bauen gerade oberhalb vom exotischen Garten zu Ende. Da oben, wo diese Gewächshäuser sind, die gehören zum exotischen Garten. Der ist leider im Moment geschlossen, können wir nicht besichtigen, wird nächstes Jahr wieder eröffnet. Und das ist auch die Einfahrt nach Monaco rein, hinter diesem ganz engen Hochhaus. Da sind wir eben gekommen, oder? Nein, wir sind von der anderen Seite gekommen.
Wir sind von der anderen Seite gekommen und wir werden auf die andere Seite rausfahren, sodass die beiden Grenzen gezeigt werden können. Und hinter uns die wunderschöne Kathedrale von Monaco. Monaco ist katholisch und deswegen muss der Erbprinz auch ein Kind aus einer katholischen Ehe sein. Alle anderen haben kein Anrecht auf Titel oder auf den Thron. Das war für Albert wichtig, weil er uneheliche Kinder hatte. In der Kathedrale sind auch beide Gräber von Grace Kelly und dem Fürst Ranier drin. Man darf ohne Blitz fotografieren in der Kathedrale. Hier das wunderschöne Gebäude rechts, wo unter dem Dach Lex steht, das ist das Gericht von Monaco. Und hier links, das war das Parlament, das neu gebaut wurde und gehört jetzt zu dem Gericht dazu. Hier werden vor allem nur die Arbeitsunfälle also hier ist nichts verkommen, also hier in dem Gebiet. Also alles ist so, als wäre es gerade gebaut worden. Ja, sie machen wirklich sehr viel, damit es auch erhalten wird. Ach, die Kirche ist ganz weiß. Ich weiß nur, die Porta Nica war ja auch mal weiß in Trier. Die wird aber allein durch den Ruß wurde die schwarz. Aber ja, hier ist alles weiß. Ja, das ist der gleiche Stein wie beim Ozeanographischen Museum und kommt von La Turbie. Das ist ein Dorf oberhalb vom Fürstentum. Es gab wirklich eine Abbaustelle von diesem Stein und auch eine Zahnradbahn, die von Monte Carlo hoch fuhr auf 500 Meter Höhe. Bis 1932. Marlene, Fazit? Sorry, wir haben gerade Bilder gemacht und das eine sieht so bescheuert aus. Entschuldigung. Fazit bis jetzt, Monaco? Es ist atemberaubend. Wahnsinn. Hättest du gedacht, hier gibt es ein Shoppingzentrum und so? Nee, es gibt viel Kultur. Ja, das mit Kunst und so, das habe ich schon geahnt. Aber nee, nicht so viel wissenswert. Das ist Wahnsinn. Cool. So, Oskar macht viele Fotos. Hast du jetzt auch ein iPhone? Oh nee, das ist deins, oder? Genau. Noch meins. Ja, also wir könnten ja mal durch die Altstadt gehen. Das können wir machen. Alles, was wir nicht dürfen. Das Museum machen wir später. Wir müssen erstmal den Leuten hier ein bisschen zeigen, was alles zu sehen gibt. Erinnert mich krass irgendwie, guck mal hier vorne, kommt so ein kleiner, was ist das, Ferrari? Ja. Das weißt du? Ja, das sieht man am Schild vorne. Hast du das gesehen, aus 100 Meter Entfernung? Ja, mit der Brille, ja. Man hört das doch. Er hat natürlich auch standesgemäß das richtige Kennzeichen, F012. Und die echte Farbe, die Ferrari auch mag, rot. Also. Das ist Ferrari rot, nehme ich an. Ja, das ist Ferrari rot. Tja, der Enzo, wenn der das noch sehen könnte, oder? Ja, es werden auch manchen keine Ferraris verkauft, weil sie die Farbe so schrecklich machen haben lassen, dass Ferrari ihnen keine Autos mehr verkauft. Das gibt's auch. Ach so, nachträglich. Ja. Das ist schon wieder eine andere Art von Stein. Das ist auch hier von Monaco, aber ganz unterschiedlich. Der helle Stein kommt aus La Turbie und das ist von Monaco. Wir kommen von dieser Straße bis zum Palast jetzt. Der Palast. Du hast mir erzählt, es gibt einen Wachwechsel, den werden wir, glaube ich, nicht mehr sehen. Nein, es ist zu spät. Der findet jeden Vormittag um 11.55 Uhr statt. Und die stehen da lange? Ist das so wie in London, dass die Leute denen auch was zu trinken geben? Die dürfen sich bewegen, oder? Die dürfen sich bewegen. Sie stehen die ganze Zeit, um sich das anzuschauen. Dauert ungefähr 5 Minuten. Und die 11 Karabinieres, die den Wachwechsel ausführen, müssen dann bis zum nächsten Tag im Palast bleiben. Sensationell ist die Farbe hier. Ja, das sind die typischen Farben von unserer Gegend. Also sie gehen von Ocker bis Orange und Rot auch. Das ist aber nichts verwittert. Es ist alles so, als wäre es gerade frisch gestrichen. Ja, das ist auch ein Gebäude vorne. Das eine wurde letztes Jahr zu Ende gebaut, vor 2 Jahren zu Ende gebaut. Hier vorne, also original in dem Stil, wie die anderen Häuser auch. Vorsichtig, es kommen Autos oder Mopeds. Ist das hier die Formel-1-Strecke, oder? Nein, das ist die Altstadt. So, hier hat natürlich der Notar hat hier ein Schild aus Gold, ist ja klar. Krass. Ich weiß nicht, ob wir jetzt weiter filmen können, aber wir versuchen es auf jeden Fall. Das ist der Palast hier. Wir kommen jetzt zum Palast, ja. Kein Märchenpalast von der Architektur her, weil der Palast ist über 800 Jahre alt und wurde ursprünglich als Festung gebaut. Man musste sich ja immer gegen die Feinde verteidigen können und das ist ein sehr wichtiger Felsvorsprung gewesen, den die Grimaldis am 8. Januar 1297 erobert haben.
Was war hier vorher? Das war Frankreich oder was war hier? Nein, hier waren die Genueser. Die Genueser? Ja, die Grimaldi sind auch aus Genua, aber das sind zwei verschiedene Parteien, die Papst und die Königtreuen. Das ist der Unterschied. Und die haben den Krieg geführt und haben dann gesagt, hier, jetzt sind wir hier. Nein, also Francesco Grimaldi, das werden wir gleich an der Skulptur drüben sehen. Francesco Grimaldi hat sich was ganz Gewieftes einfallen lassen. Er hat sich nämlich mit seinem Gefolge als Mönche verkleidet. Sie kamen dann hierher am 8. Januar 1297. Die Säcke, das heißt, die haben sich als Mönche verkleidet? Und genau, und unter der Mönchskleidung hatten sie alle ein Schwert. Sie waren bewaffnet, was sie damals in der Festung nicht wussten. Man lässt sie hinein und in einer einzigen Nacht bringen sie alle um. Seitdem ist Monaco in den Händen der Grimaldis. So wie das trojanische Pferd, he? Ungefähr, ja. Deswegen heißt Francesco Grimaldi auch mit Spitznamen Malizia, der Kluge, der Gewiefte wegen diesem Einfall. Der Linke, würde ich sagen, ja. Der könnte man auch sagen. Mönch und dann... Mönch und so, ja. Und links ist der älteste Teil vom Palast. Rechts, wo die Uhr ist, ist der neuere Teil. Da werden wir auch nachher das Büro vom Prinzen sehen. Und ja, rechts die Skulptur von François Grimaldi. Das amtliche Gebäude von den Carabinieri ist hinter uns. Das wunderschöne Gebäude hier, rosa, mit der Flagge von Monaco. Also das ist die Kleidung von den Carabinieris. Sie müssen 2 Stunden Wache stehen und 4 Stunden Pause. 24 Stunden sind sie im Palast nach dem Wachwechsel dann. Hat natürlich auch was Schönes, aber es wird bewacht. Das heißt, die Leibgarde steht immer hier. Ja. Eindeutig Kugeln haben wir hier. Denn hier vorne wird dann auch abgefeuert, wie du das Ganze siehst. Hier hast du die Kanonen, die drauf sind. Das ist wahrscheinlich alles Attrappen noch, oder? Ja, das erinnert an die Zeit, wo es hier Krieg gegeben hat. Gab hier viel Krieg? Gab immer Krieg, oder? Gab immer Krieg, ja. Dann, wenn das alles so idyllisch hier aussieht, viel wurde gekämpft um diesen schönsten Platz der Erde. Ja, sehr viel. Vor allem dieser Felsvorsprung war sehr wichtig. Gegenüber wird gerade gespielt, am Stadion, sehe ich gerade. Was spielen die? Ich schätze, das ist alles Monaco. So, die spielen Fußball? Ja, genau. Fußball. Das ist der Fußballplatz. Das Stadion könnt ihr jetzt nicht sehen. Aber was man gut sehen kann, ist die Yacht da unten. Dass das alles begrünt ist? Ja. Die Terrasse, siehst du das? Das auch begrünt ist alles? Das gleicht ein bisschen den ganzen Bau aus. Also der ganze Zement, der da liegt. Das Grüne soll ein bisschen ein Ausgleich sein. Und hier unten ist ein Kinderspielplatz. So, jetzt gucken wir mal gerade hier vorne. Rechts war früher das alte Stadion, wo die Oldtimer-Kollektion dran kam. Bevor das erste Stadion gebaut wurde, war dort eine alte Brauerei, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Und natürlich der Yachthafen. Ja, von Vielle. Dahinter ist noch ein Hafen, der heißt Cap d'Ail. Gehört zu Frankreich. Ja, da hinten wird Fußball gespielt. Ja, ich habe es gesehen, Monaco, nämlich in Hamburg. Da ist ja das Spielzeugmuseum, da dieses Eisenbahnmuseum. Mhm. Da haben sie gerade Monaco nachgebaut. Oh, interessant. Ja, die ganze Rennstrecke mit jubelnden Leuten und so weiter. Ist hier was los? Kann man vorstellen, wenn jetzt hier Formel 1 ist und so, da wollen die Leute auch hier rein. Kommst du überhaupt noch rein? Sehr kompliziert und vor allem kann man das Rennen nur mit Tickets anschauen oder von Privatwohnungen, die dann an dem Tag genauso teuer sind wie die Tickets auf der Tribüne. Die werden vermietet, oder? Die werden alle vermietet, weil die Einwohner fliegen sehr gerne in Urlaub. Der ganze Rummel ist wirklich zu viel. Bis zu 100.000 Menschen kommen dann täglich reingefahren und man kann diese Wohnungen auch mieten. Der Unterschied ist dann, dass in den Wohnungen auch Catering angeboten wird. Das ist ja meine Aussicht hier auf die Rennstrecke zusammen mit der Silvia. Silvia, du warst schon oft hier genau an der Stelle. Ja, hier unten an der Baumallee ist die Rennstrecke, also der Start und das Ziel vom Grand Prix. Der führt dann links vom Schwimmbad, fängt das ungefähr an, geht dann hoch auf Monte Carlo, wo das Spielcasino ist. Da fahren wir nachher dran vorbei. Dann rechts runter durch den Tunnel. Heute ist an der Ausfahrt vom Tunnel seit 2016 der neue Yachtclub gebaut worden. Ein wunderschöner Bau, sieht aus wie ein Schiff. Der Designer ist Sir Norman Foster aus London. Einer der wichtigsten Architekturbüros in Europa. Er lebt mittlerweile auch hier in der Côte d'Azur.
Ja, ist ja klar. Keine Steuern. Außerdem ist nett hier, das Klima ist klasse. Er lebt nicht in Monaco, aber an der Côte d'Azur. Und die Rennstrecke führt dann weiter an dem Yachtclub vorbei, in den Hafen hinein, am Schwimmbad vorbei. Und hier links, also rechts, kommt dann die Raskas-Kurve. Wir werden nachher die Rennstrecke einmal komplett fahren. So, und die Länge? 3,34 Kilometer. Insgesamt 260 Kilometer, knapp über 260 Kilometer. Die üben ja auch hier, ist das mehrere Tage, das Rennen dann? Ja, die fangen schon am Donnerstag an und Sonntag ist dann das große Finale. So, hier ist dann abgesperrt, das heißt also, da gibt es dann keine Sicht hier. Das Ganze sollte man auch nicht empfehlen, während des Rennens hierher zu kommen, wenn man keine Karten hat. Da ja, es ist auch alles geschlossen, also das Ozeanographische Museum ist zum Beispiel geschlossen. Es geht dann wirklich nur um das Rennen und die Einwohner selbst fliegen dann alle, fast alle in Urlaub, weil es hier wirklich zu stressig wird. An einem Tag können bis zu 100.000 Menschen hier einreisen. So, hier sieht man überall die Kanonen. Das hier ist schon uralt, was da ist, aber alles up to date gehalten. Guck dir mal hier das Mauerwerk an. So, als hätten sie es erst gestern gebaut. Ja. Die haben auch viel Geld hier, oder? Ich glaube, das ist bei euch nicht so, oder? In Italien. Der manche ein oder andere Bürgermeister, der hatte ein bisschen wenig Geld. Ja, und vor allem, auch wenn sie das Geld hätten, hier wird investiert, in Italien weniger. Auch wenn Geld vorhanden ist, wird das nicht so investiert wie in Monaco. Monaco ist wirklich alles picobello sauber. Es ist nie dreckig, es ist super erhalten. Und wir haben hier über 500 Jahre Architektur in dem ganzen kleinen Stadt. Man sieht wirklich immer wieder Neubauten, alte Bauten. Es vermischt sich. Man benutzt jeden Zentimeter, um was zu bauen. Was cool ist, überall die Dachwohnungen, so Penthäuser, die oben drauf sind. Ja. Die haben natürlich ihren eigenen Preis. Ja. Und da siehst du teilweise auch mit Schwimmbad, ohne Schwimmbad. Ja. Da unten ist eine Kirmes. Das ist ja auch also im Prinzip so eine Art Stadtstaat. Die haben alles, vom Krankenhaus bis zum... Genau, ja, alles vorhanden. Hier sind die Leute auch im Durchschnitt sehr alt, werden sie. Also die Frauen über 88 Jahre im Durchschnitt und die Herren über 84. Also der Durchschnittsalter ist 86 Jahre ungefähr. So, da vorne ist nochmal das neue Hochhaus, was du siehst, ganz da hinten. Das ist natürlich, geht fast unter jetzt. Eben war es so dominant, wo es oben vom Berg war. Ja. Und jetzt ist es, fügt sich gut ein, oder? Ja, es werden auch gerade neue Hochhäuser gebaut, wie rechts, wo diese Kräne sind. Das ist Testimonio 1 und 2. Die neue Halbinsel wird fertig sein 2025. Die ersten Wohnungen kann man schon nächstes Jahr beziehen. Riesenaufwand. Das heißt, die haben das Meer gefügig gemacht. Ist das Meer direkt tief hier, oder? Ja, das wird direkt tief. Das ganze Material wurde über das Meer gefahren, damit es sich nicht staut. Genau wie die Diegel rechts, wo wir parken. Sie wurde in Spanien gebaut und mit Frachterschiffen in 14 Tagen hierher gezogen. Also über 300 Meter Länge. Es ist eine schwimmende Tiefgarage für Kreuzfahrtschiffe gebaut. Die schwimmt? Die schwimmt, ja. Die hat nur einen festen Platz, also rechts, wo sie dann wirklich festgehalten wird. Krass, also das ganze Bauwerk schwimmt. Sensationell. Monaco. So, Monte Carlo ist jetzt wo? Monte Carlo ist gegenüber von uns, wo dieses Rundbau ist und das grüne Dach mit den zwei Türmen vom Spielcasino. Das ist Monte Carlo? Genau, das ist das Stadtviertel von Monte Carlo. Sehr bekannt, sehr berühmt. Wird oft mit Monaco verwechselt. Also der Stadt heißt Monaco und Monte Carlo ist der berühmteste Stadtviertel davon. Also der Berg des Carlos. Genau. Heißt auch so, weil Prinz Karl damals die Steuern abgesetzt hat, einige Jahre nach der Eröffnung vom Spielcasino, beziehungsweise 64 wurde es eröffnet, 69 hat der Prinz Karl die Steuern abgesetzt. Dieser Stadtviertel hieß früher Lisbelüg und wurde umbenannt auf Monte Carlo, das heißt auf Deutsch übersetzt Karlsberg. Das sind die Gassen hier. Die sind auch schon alt, nehme ich an, ne? Ja, also hier wurde zum letzten Mal im 15. Jahrhundert bombardiert. Also wir haben Häuser noch von Ende 1500, so wie hier rechts ist eins davon zum Beispiel. Also die Altstadt ist wirklich wunderbar erhalten. Und hier sind sehr viele Boutiquen, Restaurants, Creperie auch sehr interessant oder Eis einfach. Also wer hier ein Haus hat, hat es gepackt? Unter anderem, ja. Ja, unter anderem. Monaco. Käppchen, Pizza, gucken, was die Preise machen. Wir haben Schiefer, ganz Schiefer. Viel Schiefer. Und jetzt wisst ihr auch, warum die Leute alle hier so fit sind. Es gibt keine Aufzüge, sie gehen jeden Tag rauf und runter. Das ist typisch in Italien auch.
Deswegen werden die Leute auch alt. Also es ist nicht nur die Diät, sondern auch die ganze Bewegung, die sehr wichtig ist. Also barrierefrei gibt es ja nicht. Nein. Also schon die Altstadt, aber die Häuser in der Altstadt weniger. Man kann natürlich Lifte einsetzen, das machen auch viele. Ja. Das ist die Flagge von Monaco, rot-weiß. Rot-weiß und das ist auch das Wappen oben? Genau, also die Weihnachtsbeleuchtung bleibt auch das ganze Jahr. Rot-weiß ist die Flagge, die aus Genua kommt. Ich glaube, ich sehe jeden Tag Weihnachten, oder? So ein bisschen. Ja, ungefähr. Eis gibt es hier auch im November? Das ganze Jahr. Also. Souvenirshops natürlich, die sind überall. Geheimtipp, wo gehen denn die Leute hin aus Monaco, die, sag mal, hier gut frühstücken wollen? Gibt es ein schönes Frühstückslokal, wo, ich sag mal, die... Es gibt mehrere. Es gibt zum Beispiel vorne auf dem Platz, wo auch der Prinz manchmal essen geht. Oder etwas weiter vorne noch ein Lokal, wo man essen gehen kann, wo auch die Einheimischen hingehen. Es sieht doch schon ein bisschen Touri-mäßig hier aus, oder? Ja, das ja. Ich hatte dich gar nicht so auf dem Plan, dass Monaco so voll die Touri-Stadt ist. Ja, ist sehr beliebt. Ist aber nett hier, wenn du hier so sitzt und isst und das Ganze mal auf dich wirken lässt. Hier vorne auch das Wasser. Okay, das kann man trinken. Ja, das Trinkwasser. Der Limoncello, das kenne ich, glaube ich. Ist das ein Schnaps, oder? Limoncello ist aus Zitrone und Alkohol gemacht. Ein typischer italienischer Likör. Und hier haben wir immer wieder die Gassen verbunden durch kleinere Durchgänge. Hier haben wir, wie in der Altstadt von Sanremo, in allen kleinen Dörfern diese Bögen, die von einem Haus ins andere übergehen. Das sind Stützen, weil wir in dieser Gegend auch erdbebengefährdet sind. So, damit die nicht umfallen. Genau, richtig. Das wollte ich eben schon fragen, ob es da irgendwelche Erdbeben gibt hier in der Gegend, weil es ist ja doch direkt am Meer. Wir sind immer Erdbeben gefährdet. Das letzte schwere Erdbeben war 1883. Also vor 4 Tagen. Wo auch Bussana leider zerstört wurde. Viele Leute gestorben, oder? Ja, auch. So, ich habe kein Handynetz. Ganz wichtig nochmal die Erinnerung, macht das Datenvolumen aus. Denn das gehört nicht zur EU, ist Ländergruppe 2. Und Ländergruppe 2 heißt, wenn du hier Daten abrufst, kann es teuer werden. Kann sehr teuer werden. Also je nach Vertrag auch bis zu 59 Euro. Hast du das Datenvolumen ausgemacht? Ja, klar. Ja, klar. Gut. Was hast du gefunden, sag mal? Die Käppi. Käppi. 4 Magnete und eine Schneekugel natürlich. Sag mir die Schneekugel. Ja, die ist jetzt schön eingepackt. Nee, ist okay. Was hast du bezahlt? Investiert in die Zukunft? Insgesamt 38. Euro? Ich. Gut. Wir sind ja auch in Monaco. Ja. So, hat sie gut gemacht, denn wir haben von fast allen Zielen haben wir Schneekugeln. Ach, schön. Ja, natürlich absoluter Geheimtipp ist die Caperie du Rocher Pizzeria. Der ist der absolute Hammer. Das heißt, wir waren jetzt gerade Pizza essen und du denkst, du bist in der Touri-Falle, die Pizza war richtig lecker. Ja, stimmt, oder? Ach, gar nicht teuer. Nein, ganz normale Preise. Du denkst, du bist in Monaco und dann denkst du, dass irgendwie da ist. Er ist ein lustiger Typ, oder? Absolut, ja. Macht immer Gags mit den Kunden. Tu t'appelles comment? Pascal. Pascal, tu travailles ici depuis? 1988. Vraiment? Oui. Ok, il y a beaucoup de touristes ici parce que j'ai entendu que... Cette année, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hein. Ja, es gibt ganz viele Touristen hier, arbeitet seit wirklich ewiger Zeit hier. Il manque juste les employés, c'est okay. Tout. Es fehlen wie überall die Mitarbeiter. Ja, großes Problem auch hier. Et tu vives ici en Monaco? Aux alentours, Menton. Menton? Menton, oui. Okay, also er wohnt um die Ecke, oder? Genau, in Menton, das ist ganz nah an der Grenze. So, wir haben hier Halt gemacht, er hat wirklich super Pizza, oder? Absolut, ja. Ist ein Geheimtipp, das heißt, du kriegst gute Qualität zu guten Preisen in Monaco. Denken das die Leute, oder? Ja, anfänglich nicht, weil sie denken, Monaco ist alles teuer, aber man kann wirklich ganz normal essen. So, wir haben aufgefuttert, es gab Crepe, es gab Pizza, es gab wirklich tolle Sachen. Wir haben eine kurze Pause gemacht, jetzt geht's zum Museum, du bist schon ganz heiß.
Denn das Ozeanische Museum hat es wirklich in sich. Das ist jetzt nicht nur so eine TUI-Attraktion, die neu dazugekommen ist. Das gibt es schon ewig. Das ist eine der renommiertesten Ozeanmuseen überhaupt auf der Welt. Ja, in Europa auf jeden Fall auch das Wichtigste und es ist sehenswert. Man sollte sich auch ein bisschen Zeit dafür nehmen. Rechnen Sie mit 1,5 Stunden ungefähr. Ist es weit weg von hier? Nein, wir gehen jetzt durch die Gasse rechts und dann an der Kathedrale vorbei kommen wir bis zum Ozeanographischen Museum. Eis gibt es auch überall, oder? Überall, ja. Focaccia, das ist typisch von dieser. Was ist typisch, sag mal? Focaccia, das ist italienisch und das kriegt man auch hier natürlich. So. Die machen das warm, oder? Ja, das wird erwärmt, ja. Dann Panini, also das ist internationale Küche ist praktisch, weil hier sind, wie gesagt, ganz viele verschiedene Nationalitäten täglich und sie bieten für jeden etwas an. Es gibt keine Jugendherberge hier, oder? Nein. So, also wenn die kommen, die meisten kommen ja auch mit Bussen, also das Ganze wird organisiert. Eine große Rundtour, da sind die beiden. Und die Straßen relativ eng, überall hast du Kleinigkeiten, die du sehen kannst. Da vorne ist noch eine Statue. San Cecilia. Ja. Sizilien. Lustig, oder? Ja, und auch die ganzen Gassen sind immer mit zwei Sprachen. Immer? Ja, oben auf Französisch, unten Vejo Carujo di Maui hier. Ja. Sieht man das? Das sind zwei Sprachen. Und das ist das Monegassisch? Ja, genau, richtig. Krass, das ist so eine eigene Sprache. Wenn die miteinander reden, du verstehst da was von? Ja, absolut. Absolut? Ja. Du kannst das? Manche Wörter kenne ich nicht, also, aber man versteht sehr viel raus. Gut, let's go. Da vorne ist das Teil. Stimmt, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Wir sind direkt neben der Kirche. Kathedrale. Ja, genau. So, hier vorne gibt es dann nochmal ein Menü für 20,50 Euro. Und überall natürlich Touristen. Ach, guck dir mal hier den Boden an. Ich habe das Gefühl, dass die mit einem Hochdruckreiniger abends einmal den Boden reinigen, oder? Es ist immer sauber, egal wann, jede Uhrzeit. Das hier erinnert mich so ein bisschen an Spanien. So leichter Einfluss, aber das ist italienisch, oder? Ja, neuromanischer Stil und wurde Anfang 1900 eingeweiht. Und Baujahr, was ist das? Gebaut worden? 1700. 1700? Wurde immer wieder erweitert, oder? Ja, ja. Und das sind die Reste von der alten Kirche noch hier links. Oh, hier links? Eine Kirche, die hieß St. Nikolaus. Das ist der Schutzpatron von den Fischern und von den Kindern. Monaco war natürlich auch ein Fischerdorf, teilweise. Damals? Ja. Hättest du damals investiert, das ist wie Bitcoin. Genau. Da hättest du gesagt, komm, ich kaufe mir den Strand. Wärst jetzt reich. Wärst jetzt reich. Komm, hier vorne liegt auch noch, witzigerweise, jemand hat was verloren. Ja, das ist ein Kreuzfahrtschiff, oder? Ja. Eintrittskarte. Komm, wir gehen aufs Kreuzfahrtschiff. Das dauert. Das ist auch hier, guck mal hier, da stehst du hier und da ist da mal so eine Palme, oder? Ja, wunderschön. Die oben drauf ist. Und die Kathedrale ist abends wunderbar beleuchtet. Ja, bei Weiß kann ich mir vorstellen, wirkt das auch gut. Ja, die Lichtspiele sind sehr gut eingeteilt, also wirklich wunderbar. Wie ist der Preis vom Museum, was kostet das? Das Museum ist 18 Euro für Erwachsene und 12 für Kinder. Doch fair, oder? Absolut fair. Es gibt auch Familienpreise. Es gibt auch Kombi-Tickets mit dem Oldtimer-Museum oder mit dem Palast. Also man kann das alles im Internet auch vorher kaufen, damit man keine Schlange steht. Cool. Also jetzt haben wir schon mal ein kleines Programm abgefrühstückt, aber das ist nur, habe ich so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen wenig, muss ich sagen, zu dem, was man erleben kann, wenn man sich echt gut auskennt in Monaco. Es gibt hier kein Theater, oder? Theater gibt es die Oper, das ist in Monte Carlo im Spielcasino. Echt? Gibt eine Oper? Ja. Okay. Das ist die Salle Garnier, nach dem Architekten Garnier benannt. Charles Garnier. So, sensationell. In welche Richtung gehen wir? In die Richtung? Richtung Palast. Ach so, wir sind mit dem Garten. Entschuldigung, Richtung Ozeanographisches Museum. Okay, das heißt, wir sind ja eben über den Garten sind wir gegangen. Durch den Garten, genau. Das hier ist der Garten, man sieht das hier von oben. Das ist noch der Rest von dem Garten. Und diese Bäume riechen auch, wenn sie die Körner haben. Ja. Das sind nämlich Pfefferbäume. Wie Pfeffer? Ja, das riecht nach Pfeffer. Das sind die mit den roten Körnern. Wir nennen sie unechten Pfefferbaum, aber es sind Pfefferbäume. Und ganz vorne ist ein ganz großer gleich.
Pfefferbaum. Ja. Willst du mal kurz riechen? Ja klar, mach. Wir haben jetzt neuerdings Geruchsfernsehen. Heißt, die Leute können... Nur ein kleines, damit wir die Pflanze nicht detupieren, aber hier kann man es riechen. Mach mal. Es riecht voll nach Pfeffer. Ist ja Wahnsinn. Da ist wahrscheinlich ein bisschen Öl drin, oder? Kann das sein? So ein dieser weiße, klebrige. Nein, oben hier riechen. Wieder ran riechen. Hier vorne, wo es klebrig wird. Weißt du, da kaufe ich im Lidl teuer Pfeffer und das wächst ja auf den Bäumen. Ja. Es gab ja damals in Deutschland auch einen Spruch, wo der Pfeffer wächst. Wo der Pfeffer wächst, ja. Stimmt. Ich wundere, wo der Pfeffer wächst in Monaco. So, das ist auch ein Pfefferbaum, oder? Nein. Nein. Das ist Pinie, oder? Ja. Okay. Es gibt wilde, familiäre, also ganz unterschiedliche. Das ist wieder ein schöner Pinienbaum. Ich bin ja total angefixt von dem Baum, der seine Wurzeln aus der Luft wirft. Da komme ich ja nicht drüber weg. Das ist wunderbar. Was sich so die Natur alles einfallen lässt. Ja, und vor allem viel wurde auch importiert. Wir haben leider viel verloren in der Zwischenzeit durch diesen Neubauen, aber es gibt noch sehr viele wunderschöne Pflanzen, Bäume. Guck mal hier, krass, was der Oskar für einen Schatten wirft. Es wird langsam dunkel. Heute haben wir nämlich Sommer-Winterzeitumstellung. Heute ist der erste Tag am Sonntag, wo es ein bisschen... Ich glaube, für Kinder ist es auch sehr spannend, wie man sieht. Ich glaube, der spannende Teil kommt jetzt, oder? Ja. Oh, hier, guck mal, schöne Zitrusbäumchen. Ach so, hier wachsen einfach mal Zitronen. Auch ja. Wir waren ja früher die Zitronen-Riviera, die Zitrus-Riviera, bevor wir die berühmte Blumen-Riviera wurden. Ach, die wachsen ja einfach so an der Straße. Ja, wir haben verschiedene Bäume, Zitronen, Orangen, Mandarinen, Bitterorangen. So, das sind alles Villen. Das heißt, also auch hier... Alles private Villen, ja. Auch hier brauchst du wahrscheinlich keinen Wachdienst, weil ganz Nein. Monaco ist ja ein Wachdienst. Ja, absolut. Deswegen fühlen sich die Leute auch sicher. Und ein Grund, warum viele Millionäre hierher gezogen sind, unter anderem. Guck mal hier, wenn du hier so reinguckst, ja, und bist da oben drauf. Das heißt, du könntest da oben leben, du könntest da unten leben irgendwo. Du könntest hier in der Villa leben, das ist cool. Die Polizei patrouilliert permanent? Permanent, ja, überall. Ist ja krass, oder? Ja, aber das lässt die Leute dann so sicher fühlen auch. Ich habe gedacht, das wäre so München, wäre so die sicherste Stadt der Welt. Nein, also Monaco gilt schon als ein sicheres Land. Du siehst wenig Kopftücher hier, muss ich sagen. Also ja. Was jetzt irgendwie da ist, das ist, ich sag mal, weil ich gehört habe, dass also viele auch aus, Arabien und so weiter hier sind, die da sind, aber die sind so im Alltagsgeschäft nicht zu sehen, oder? Nein. Das ist der Baum? Ja, der Ficus macrophylla. Ihr habt einen bei euch am Platz, ne? Ja, wir haben einen und der umarmt eine Palme. Nee. Doch, zeige ich dir morgen. Ich banause, hab gesagt, ey, schneidet mal die Bäume, damit die 4-Meter-Liner durchkommen und du machst dann die Ficus, wie ist dein Name? Ficus macrophylla. So, und hier ist das Museum. Das ist ein Hammermuseum. Also ich finde das so genial von der Architektur. Baujahr von dem? Wurde 29. März 1910 eingeweiht. Und glaub mir, sie habt das gewusst, ohne dass irgendjemand auf Wikipedia jetzt geguckt hat. Das heißt, das kennst du alles eingewendet. Noch mal das Datum? 29. März 1910 und Wikipedia sollte man nicht immer vertrauen. Also vertraut ihr, nicht Wikipedia, ist es so. Guck mal, hier überall Kameras, hier oben hast du noch mal eine. Das ist krass. Also wie in London, eigentlich so ein bisschen wahrscheinlich noch härter, weil die das gut überwachen können. Und da, guck mal, ist das nicht imposant, wenn du hier stehst? Wunderschön. So, liebe Leute, also schreibt mal in die Kommentare rein, was ihr von Silvia haltet. Die ganze Tour kann man buchen. Die ist aber nur zugänglich, wenn man bei euch am Campingplatz ist, korrekt? Ja, richtig, ist nur für die Kunden vom Campingplatz. Die Besucher, die Kunden. Die Besucher, ja. Ja, genau, die da sind. So, auf welchem Campingplatz bist du denn? Villaggio dei Fiori Sanremo. So, ich zeig's mal gerade, da oben steht's drauf. Junilia steht drauf. Junilia? Junilia. Eine französische Kette, mit der wir uns vermarkten. Genau, es ist aber nicht so, dass der Platz von euch der Kette gehört, sondern ihr seid Teil dieses Vermarktungsverbundes, so muss man sagen. Ja. Ihr seid alle Inhaber geführt. Ja, die sind alle Inhaber geführt und stehen groß aus für hochwertige Qualität.
sowohl was die Mobilheime betrifft, als auch die Gestaltung von den Plätzen. Also sehr hoch, was qualitativ Interesse betrifft. So, 1,5 Stunden, wir werden mal gucken, vielleicht können wir das eine oder andere mit der kleinen Kamera mitnehmen, ansonsten packen wir die ein und da müsst ihr euch leider auf die Webseite begeben. Es heißt Oceano Monaco, ist ja sensationell, eine Sonderausstellung wahrscheinlich, Mission Polaire im Moment. Ja, und die Internetseite ist oceano.org. Monaco bei Nacht, ganz viele Lichter. Jetzt frage ich mich natürlich, produziert Monaco den Strom selber oder wird er importiert? Wahrscheinlich wird er importiert. Aber ich glaube, ich bin auch der Einzige, der sich so Fragen stellt, oder? Ja, es wird aus Frankreich bezogen. Aus Frankreich? Ja. Die sind eh eng an den Franzosen dran. Das heißt, ich nehme an, auch Bäckereien und so, die beliefern die wahrscheinlich auch, aber auch aus Italien. Die produzieren ja nicht so viel selber hier, oder? Nehme ich an, oder? Es gibt verschiedene Firmen in Fonvielle, die auch Kosmetik zum Beispiel oder chemische Dinge produzieren, aber nicht so viel. Hier ist jetzt abends tote Hose. Das haben wir eben schon gemerkt. Also das heißt, auch oben in der Altstadt, da ist nichts mehr los und das Leben spielt sich jetzt in Monte Carlo ab. Ja, das Nachtleben ist in Monte Carlo bzw. auch am Hafen. Links, wo auch gerade die Kirmes ist, also da wird ziemlich viel abends auch organisiert. Es gibt Restaurants, Diskotheken und sehr interessant. Ist da jeden Abend Samstag oder haben die unter der Woche? Nö, also Montag wird es ruhiger, Montag, Dienstag, Mittwoch, so eher am Wochenende. Also ist nicht hier die Partystadt wie Berlin, wo du jeden Abend feiern kannst, oder? Nein, nicht unbedingt. Die Leute fahren von weit her zu der Diskothek hier, oder? Teilweise. Oder viele Italiener sagen, wir kommen sehr gerne nach Frankreich. Okay. Oder halt hier nach Monaco, oder? Auch unter anderem, ja. Also wenn ihr mal reiche Frauen fürs Leben kennenlernen wollt, müsst ihr nach Monaco kommen, liebe Männer. Und umgekehrt brauchen wir, glaube ich, auch nicht zu sagen, wenn man Grace Kelly ja sieht. Sie hat ja ihren Mann in Frankreich kennengelernt, ja, den Fürst. Den Fürst Ranier, ja, ja. Hat sie in Monaco kennengelernt. Und das war für sie beide lieber auf den ersten Blick. So, hier sieht man es sehr schön. Das ist die Verbindungsstelle. Ja. Ein schwimmendes Parkhaus. Hast du sowas schon mal gehabt? Nein. Und die haben das produziert in Spanien? Spanien. Das wurde mit Frachterschiffen hierher gezogen. Das sind über 1400 Kilometer, wo es gebaut wurde und dann hier vor Ort assembliert. Das ist unvorstellbar, oder? Ja. Das heißt, da ist ein riesen Planungsaufwand. Das ist jetzt das schwimmende Parkhaus. Ja. Es kann sich auch nicht losreißen. Nein, es ist das erste Mal vor allem, dass so etwas überhaupt produziert wurde für ein anderes Land, also auswärts von dem eigenen Land. So, hier der Blick. Da vorne, was ist der runde Bau da oben? Warte mal, ich ziehe mal gerade ein bisschen den Teller auf, so weit wie ich kann. Was ist das? Der Rundbau ist das wunderschöne Hotel de Paris. Das ist das Wasser drin? Ja, ist sehr interessant. Da gibt es auch einen ganz tollen Weinkeller, den man nur besichtigen darf, wenn man im Hotel übernachtet. Das ganze Hotel ist fantastisch. Hier so ein Schiff ist natürlich, das ist ein schwimmendes Hotelzimmer, wahrscheinlich mit endlos vielen Zimmern. Wir werden ja so oder so was Ähnliches werden wir besichtigen. Die sind etwas kleiner, oder die Schiffe, die bei euch gebaut werden in Sanremo? Ja, bei uns höchstens ungefähr, also 35 Meter circa. Die großen 70 Meter, die sind dann in der Toskana gebaut. Wie lang wird das sein, was wir hier sehen? Mal schauen, ich schätze mal um die 32, 35. Das hier, nee, ich meine das hier, was hier liegt. Das, was wir hier sehen, das wird um die 85 Meter sein. Boah, ein dickes Ding, oder? Ja, absolut. Das ist privat, also privates Schiff. Und da lebt meistens nur einer drauf, oder? Ja, sagen wir, das sind Investments, also die kann man dann teilweise sogar chartern, wenn man möchte. Wie zum Beispiel das große hinten, das Atlantis II, das Schiff kann man chartern. So, das heißt, wenn man mal einen runden Geburtstag feiern möchte, dann... Die Crew sind ja wahrscheinlich 100 Leute oder so, die so ein Schiff betreiben, oder? Etwas weniger, aber trotzdem ja sehr kostenaufwendig. Da werden wir ein bisschen mehr erfahren. Ja. Die Schiffe, die wir denn sehen mit 30 Meter Länge, kann man die alleine betreiben oder ist auch eine Crew dabei? Nein, muss immer eine Crew dabei sein. Ist eine Crew dabei. Warum muss sie dabei sein? Ja, mindestens 4-5 Personen. Also Kapitän auf jeden Fall und dann Matrosen. Raus aus dem Parkhaus, rein ins Nachtleben. Wir werden uns gleich mal... Ich glaube, wir fahren auch jetzt gleich... Unten an der Kirmes vorbei, oder? Ja, wir fahren aber erstmal die Rennstrecke ab. Dazu, jemand muss mal richtig zählen. Die kommt gleich. Ja, man ist ja schnell durch, oder? Wenn man es drauf anlegt. Ziemlich schnell, ja.
kommt auf den Verkehr an, aber abends ist natürlich ruhiger. Wir werden natürlich nicht so schnell fahren wie beim Rennen. Das verstehe ich gar nicht, wo der Wagen noch viel schneller fährt als ein Rennwagen. Ja, sonst kommen wir ins Gefängnis, nicht wahr? Ah, dann sehen wir doch mal, wie das da aussieht. Könnte interessant werden. So, wird denn abends gefragt im Gefängnis, was möchten Sie heute Abend essen? So, da ist die Kirmes. Ja, rechts. Schau mal dahin. Ja, können nachher anhalten, wenn du magst. Dann bist du nicht mehr müde, ne? Ja, genau. Dann geht's wieder. Wir gehen so selten auf die Kirmes. Also hier sind die letzten Positionen von dem Rennen. Wer hier steht, hat wirklich kaum eine Chance, überholen zu können. Man sieht ja auch die Nummern 27. Und kann man das erkennen, 26. Also das ganze Rennen nimmt 5 Monate Arbeit ein. Sie fangen schon im Februar an aufzubauen. Hier zum Beispiel diese Bürgersteige links neben den Polizisten, die werden abgeschraubt. Da kommen nämlich die Leitplanken hin. Boah, was für eine Riesenkirmes. Ist die das ganze Jahr, oder? Nein, die ist nur jetzt und die wird dann abgebaut, weil dann diese Weihnachtskirmes kommt. In der Weihnachtskirmes? Ja. Weihnachtskirmes? Ja, die haben dann so ein paar Häuschen mit speziellen Produkten, also ähnlich wie jetzt. Ja, ja klar, hier ist ja warm, ne? Hier geht das ja. Ja. So, das ist gleich die Pole Position. Sag mal, gab es hier jemals Schneefall? Ganz selten. Ich habe das einmal erlebt, seitdem ich hier lebe. Und der war aber nach ein paar... 10 Minuten, 5 Minuten weg, also. Ja, so fast wie bei uns jetzt. So, Pole Position. Oskar, zählst du? 3. Wir sind jetzt in der Pole Position. Hier ist die Rennstrecke. 3, 2, 1, los! Ja. Ich sehe schon, du machst es öfter. Hier links haben wir das Automobile Club, eine Art ADAC, und die managen das ganze Rennen. Wir werden die Strecke jetzt nur einmal fahren und normalerweise sind es 78 Runden. Wow! 78? Wie nur einmal? Fahren wir die jetzt nicht in Echtzeit? Komplett? Schön wär's. Dann werden wir wann da. Ich hab irgendwie das Gefühl, dass auch hier die Kirmes nur die besten Attraktionen hat. So, was heißt, du fährst hier rüber, da geht's dann rein? Dann geht's hoch bis zum Spielcasino, sind 50 Meter Höhenunterschied. Was geht's rauf? Hier können die E-Autos zum Beispiel nicht. Monaco hat also 3 Rennen, das Grand Prix, das Formel-1-Rennen, das historische und das E-Rennen. Das wird sehr wahrscheinlich auch nicht mehr gefahren, aber die schaffen es nicht, hier hochzukommen. Links oben ist die Meeresfassade vom Hermitage Hotel. Das Schwimmbad von diesem Hotel wurde von Karl Lagerfeld gezeichnet. Er hat hier über 10 Jahre lang gelebt. Ein sehr guter Freund von der Prinzessin Caroline. So, gleich sind wir auf dem Hauptplatz. Der wichtigste Platz von Monaco ist halt das vor dem Spielcasino in Monte Carlo. Wir fahren jetzt gleich an Luxusboutiquen entlang, also Gucci, Valentino, Hermes. Um diese Uhrzeit sind sie geschlossen, also abends sind sie geschlossen. Überall Polizei, trotzdem, oder? Ja. Und hier oben. Valentina, Hermes. Die wunderschöne Hotelzimmer vom Hotel de Paris. Geradeaus, das ist das Hauptcasino und rechts der Seiteneingang von der Oper, wo das schwarze Eingangstor ist. Da kommen der Prinz rein, beziehungsweise die Schauspieler und auf der anderen Seite die Touristen, die Kunden. Also hier sieht man schon die Eingangshalle vom Spielcasino durch die Fensterscheiben. Links kommt gleich der Haupteingang vom Hotel de Paris. Wunderschön, die Fassade darf man absolut nicht verändern. Boah, die sieht alles aus wie gemalt, habe ich das Gefühl, oder? Ja, und rechts der Haupteingang vom Spielcasino. Also hier ist alles sehen und gesehen werden. Es ist noch ein bisschen früh, deswegen stehen auch keine tollen Autos wie normalerweise. Achso, deswegen zücken die alle die Handys hier? Ja. Wegen unserem Vito? Sicherlich. So, wir fahren jetzt. Die Autos fahren hier links, weil diese Stelle, das wurde während Covid neu gebaut, neu gestylt, dieser Platz.
jetzt etwas rutschig, deswegen fahren sie dann hier links entlang, jetzt runter. Also jetzt mal ohne Witz, ist das hier so eine Posameile, wo die abends ihre Autos rausholen? Ja, absolut. Wirklich? Ja. Also wie jetzt in Düsseldorf, der Köhe, oder? Ja. Nur viel mehr, es sind auch viele Düsseldorfer hier. Quatsch, echt? Ja. Achso, die dürfen ja, genau, die haben ja da eine Sondereinheit von der Polizei, da dürfen sie ja nicht mehr so aufdrehen. Ist krass, ey, die ist wirklich so, die fahren dann hier vorbei und es gibt manche, die fahren auch 4 Runden, um sich zu zeigen, die neuesten Bentleys werden vorgefahren oder was auch immer. Da war einer. Ja. Nee, das war ein Rolls-Royce, hast du gesehen? Rolls-Royce. Rechts kommt gleich die Buddha Bar, sehr beliebt, und links das Hotel Metropol mit Luxus-Einkaufszentrum. Ah, Marlene, hör mal weg hier alles. Nicht, das ist nicht gut für dich. Das ist immer noch die Formel-1-Strecke. Das ist noch die ganze Formel-1-Strecke. Wir fahren gleich die langsamste Runde vom ganzen Grand Prix. Die hieß früher Löffskurve, wie das Hotel, das von einer kleinen Luxuskette gekauft wurde. Fairmont, und so heißt jetzt die Kurve. Hier fahren sie bei ca. 60 Stundenkilometer. Du fährst gerade 4 Stundenkilometer. Ah, es wird 60 Stundenkilometer. Ja, natürlich, hör mal. 60 ist Minimum, Marlene. Das ist der. Und es geht geradeaus gleich durch den berühmten Tunnel. Geradeaus die neue Halbinsel. Man sieht schon, dass sie sehr weit gekommen sind. Das ist die Halbinsel? Ja. So, und das ist der berühmte Tunnel. Du weißt, ich mach die Beweisaufnahmen gleich mit, wenn du hier Speeding. Heißt, hier wird es auch schön laut. Die müssen dann schon fertig sein, wenn das nächste Rennen kommt. Hier muss alles weg, oder? Ja, absolut. Wird auch schon fertig sein, wenn das nächste Rennen kommt. Wie viele Wohnungen entstehen, neue? 140 Wohnungen und Villen auf der Halbinsel, die schon fast alle verkauft worden sind, bis auf 4. Und am Ausgang vom Tunnel kommt der wunderschöne Yachtclub von Monaco. Wie gesagt, Sir Norman Foster, der Architekt. Yachtclub de Monaco. So, wir sind an der Croisière angekommen. Zusammen mit? Silvia. Silvia. Typischer italienischer Name, Silvia? Sagen wir international zum Glück. So ist es. Da vorne ist der neue Yachtclub. Den gibt es noch nicht so lange, oder? 2016 wurde er. 2016. Und wer hat die nochmal designt? Das war Sir Norman Foster. Der hat auch das Riesenrad, glaube ich, gemacht, oder? Ich weiß gar nicht. Ja, weil er kommt ursprünglich als Büro aus London. Jetzt geht man hier so lang. Das kann jeder Normalsterbliche. Ja. Guck mal hier, die Anlegestellen hier in Edelstahl. Das ist alles hochglanzpoliert. Guck mal hier, da ist kein Fleck drauf. Das ist krass, oder? Ja, und gegenüber haben wir jetzt Monacoville mit dem Palast. Und das kleine Boot fährt hin und her. Das ist elektrisch. Wie eine Art Taxi. Taxi, genau. Taxiboot. So, und jetzt gucken wir mal hier nach rechts. Viele, ich sag mal so, viele Leute kommen ja her. Kann ich jetzt so hier so eine Junggesellentour machen oder in Monaco? Da muss man aufpassen, dass man sich nicht zu. Da ist kein Problem. Kann man machen. Kann man machen. Und die Bars und Diskotheken, das heißt, ich kann mich hier einquartieren. In Wohnmobil-Stellplatz gibt es ja nicht, oder? Nein, Stellplatz nicht, aber man kann parken. Das ist, wo der Busparkplatz ist. Da kann man sein Wohnmobil hinstellen? Ja, tagsüber. Man darf nicht über Nacht dort bleiben, aber tagsüber kann man dort parken. So, und das ist der Yachtclub hier? Genau. Sehr feine Materialien, wirklich sehr elegant gemacht. Und was verstand ihr vorher? Gar nichts. Also hier wurde praktisch mit dem neuen Yachtclub zugebaut. Okay. Das heißt, hier war Meer oder wie? Hier war Meer und hier etwas weiter oben war früher die Eisenbahnlinie. Echt? Unterhalb vom Hotel de Paris. Also da muss sich einer laufend Gedanken machen, wie man jeden Zentimeter hier von Monaco nutzt. Richtig, ja, hier wird wirklich jeder Zentimeter genutzt. Sie gehen jetzt hier rein. Das hier ist so eine Einkaufsmeile, oder? Es gibt Boutiquen bzw. Restaurants. Bis ganz hinten. Okay.
Es liegt ziemlich flach im Meer. Ich schätze mal, es könnte ein Katamaran sein. Aber da ich ungefähr so viel Ahnung habe von Schifffahrt wie mein Sohn, der wahrscheinlich mehr Ahnung kriegen wird in Zukunft, denke ich mal, das ist ein großes Ding. Das sind alles Privateigner. Ja. Da ist ja auch alles offen. Hier wird sich keiner trauen, einfach mal so drauf zu laufen, oder? Das heißt, nein. Das ist Polizei überall, wo es nur geht. Die haben auch private Security, ja. Okay, die da sind. Und die Crew ist ja noch da, die kontrollieren natürlich, dass kein Fremder raufkommt. Mimti, du weißt, wie solche Namen zustande kommen? Nein, manchmal sind es Fantasienamen oder irgend von einer Frau oder es ist unterschiedlich. Sieht auf jeden Fall ganz schick aus, oder? Ja, sehr elegant. Ja, und da darf natürlich eins nicht fehlen, der Fiat 500. Guck mal, der steht denn hier. Der ist dann direkt mal da, da drunter. Könnte, keine Ahnung, das rechts könnte ein amerikanisches Auto sein. Und links könnte Ferrari sein. Ja, so sieht's aus. Das passende Auto direkt mit dazu. Dann hier eine Segeljacht. Wenn du mal gerade links von mir kommst, sei mal so lieb, Silvia. Dann habe ich es etwas einfacher mit dem Mikro. Toll. Sieht auch toll aus, oder? Ja, fantastisch. Ganz toll. Also wenn du abends hier mit dem Hund gehst, kannst du dann ein paar Segeljachten gucken. Absolut, ja. Die sind wirklich toll. Vor allem, jetzt sind sie automatisch. Früher musste man wirklich hochlaufen, um das alles zu hissen. Was war denn früher so im 16. Jahrhundert? Ja, nicht mal so weit. Also auch letztes Jahrhundert noch waren nicht alle automatisiert wie jetzt. Jetzt geht's einfacher. Ja, ich glaube, aber da ist dann auch eine Crew drauf. Das heißt, da wird der Eigner nicht selber fahren, oder? Nein, tun sie grundsätzlich nie. Was ich cool finde, guck mal hier, da die Beleuchtung unter Wasser, ja. Sodass du den Kiel von dem Boot auch ja sehen kannst. Ja, das wirst du bei den Schiffen von Arma auch sehen. Das ist die Mode in den letzten Jahren, dass man auch das Licht unten hat. Also so, das geht von grün auf türkis mit verschiedenen Farben. Krass. Was haben wir hier denn liegen? Das lese ich ganz oft, Valletta. Was ist Valletta? Ja, Valletta, Malta. Also, Malta. Es gibt, die meisten Schiffe sind dann nicht hier eingetragen, sondern sie kommen aus Bahamas, überall her. Und sie haben immer die Flagge von dem Staat, wo sie gerade ankern und von der Herkunft, vom Herkunftsland. Krass. Okay, das heißt, du hast jetzt hier ein Schiff, das da ist. Ja. Lady of the Magie, Valletta. Siehst du mal, was ich alles lerne von dir. Hier Malta und so. Du merkst, ich habe selber kein Schiff. Braucht man ja nicht. Also ganz ehrlich gesagt, die meisten, die sowas besitzen, fahren oft sehr selten mit oder gar nicht. Sie fliegen meistens zur nächsten Destination. Was sind schöne Schiffe, die hier liegen? Kann jetzt hier jeder liegen oder braucht man da irgendwie, werden so die Ankerplätze vererbt? Nein, da kann jeder ankern. Also man zahlt natürlich dafür. Du hast einen Preis genannt pro Länge. Das war aber jetzt so ein ganz großes Boot, was du gesagt hast. Da. Wie viel Euro waren es? Ja, über 140.000 sind wir schon bei Schiffen von 200 Meter Länge. Am Tag? Am Tag, ja. Es gibt aber auch Angebote für Überwinterung und so weiter. Gibt's auch. Also praktisch ein Sonderangebot in Monaco. Absolut, ja. Die Preise sind offiziell. Wenn du magst, kann ich dir das gerne geben. Die sind veröffentlicht auf den Internetseiten. Ist sehr interessant. So, hier haben wir dann auch eine Yacht nach der anderen, die da kommt. Wird denn wirklich benutzt hier als Wohnung, oder? Sehr oft. Sehr oft als Wohnung, ja. Als Basis. Die Leute hier abends Fernsehen gucken, eigentlich so ein bisschen Wohnmobil, oder? Ja. Ja, Wohnmobil in anderen Ausmaßen, ja. Läuft da überall der Fernseher? Da vorne auch? Guckst du einen Spielfilm oder so? Das sind ja meistens auch wirklich im Prinzip so redschaffende Leute. Vielleicht der eine war Bäcker, der andere war Handwerker, oder? Ja, es gibt auch Erben, also. Ja, Dreamline 36 ist wahrscheinlich, ja, würde ich mal schätzen, der war vielleicht Fuhrunternehmer, oder? Nee, das war Spaß, aber ist das so, du brauchst ja, sag mal, der Preis von so einem Boot, wenn wir den da jetzt sehen, bei euch, was kostet sowas, 5 Millionen? Ein Schiff, man rechnet normalerweise pro Meter, ja. Aber es kommt dann auf die Innenausstattung an, wer der Designer gewesen ist und so weiter. Die besten werden in Deutschland teilweise gebaut, also man rechnet mit 1 Million pro Meter.
pro Meter? Die Basis, ja. Also nochmal, wenn ich hier so ein Schiff hier, wie lang ist das hier, 20 Meter? Ja, auch etwas mehr. So, 20 Meter lang ist 20 Millionen. Es reicht nicht. Reicht nicht? Nein. Krass. Das ist nur die Basis, weil es kommt darauf an, wer das Schiff baut. Es gibt sehr wichtige Firmen, die natürlich teurer sind als irgendjemand, den niemand auf dem Markt kennt. Weil das letzte Mal, als ich einen Meter gekauft habe, das war so eine Einbauküche. Da war auch so ein Meterpreis. Miss Anna, hier, guck mal hier. Road Haber, das ist wo? Das weiß ich nicht. Würde ich auch nicht. Vor Charter steht dran. Hier kannst du, da können wir doch richtig einen auf den Dicken machen. Wir mieten uns hier so ein Ding. Ja. Und dann gehen wir hier hin und trinken, schlürfen morgens unser Sektchen hier. Gerne. Chartern so ein Teil. Wird wahrscheinlich auch nicht umsonst sein. Nein. Ja, die Preise sind schon sehr teuer, je nachdem, wie groß das Schiff ist. So, komm, wir gehen mal zurück. Wir fahren jetzt mal zum Casino, filmen da mal vor der Tür, denn da beginnt jetzt das Showlaufen der Großen und Schönen. Ja, der sich auch sehen lassen möchte. So, und das hier ist so die Anfahrt. Spielcasino ist hier vorne, gell? Das ist hier rechts gleich nach, also von Cleef und Apels. So, das ist die Oper. Hier, das ist der Seiteneingang, genau. Da darf der Prinz rein und die Künstler. So, Entrée des Artistes ist hier. Dann hast du hier Spielcasino. Dann haben wir das Spielcasino. Man sieht schon die innere Halle, wunderschön. Und links das Hotel de Paris. Das Hotel de Paris, das sieht so neu aus. Ist das neu? Es ist neu gebaut worden. Sie haben es abgerissen. Sie durften diese Meeresfassade und den hinteren Bereich abreißen und neu bauen. Es wurde natürlich im alten Stil neu gemacht, aber mit dem neuesten Standard. So, und das ist das, was wir gleich öfter sehen, ne? Ja, diese Luxusautos sind hier die Mode. Okay. Die Normalität, sagen wir so. So, ich guck mal gleich im Internet bei Airbnb nach, ob es... Also die Übernachtungskosten im Hotel de Paris liegen zwischen 600 und 45.000 Euro. Am Tag? Am Tag, ja. Also letztere Zahl. Dafür gibt es wahrscheinlich dein etwas größeres Zimmer, oder? Für 45? Absolut. Das ist dann die Diamond Suite, also wunderschön mit privatem Pool auf dem Dach. Und natürlich der Ausblick auf den Platz, aufs Meer. So, jetzt sind wir auf dem Vorplatz, wo wir eben waren. Das ist jetzt hier alles so abgesperrt. Die Leute warten, zücken wahrscheinlich alle Handys. Und hier hast du dann das Hotel de Paris. Richtig, das ist der Haupteingang vom Hotel. Und hier ist alles, was fährt oder sich sehen lässt, sehen und gesehen werden. Das ist der berühmteste Platz. Das ist der Platz? Das ist der Platz, ja. Man sieht es auch an den ganzen Autos, die da geparkt werden. Links und rechts. Lamborghini ist dieses Jahr sehr beliebt wieder. Aha, ich habe gedacht, wir haben Krise. Hier bekommt man eine Krise. So, das Casino. Das ist das Hauptcasino. Ja, es gibt in Monaco 4 Stück, eins wurde gerade geschlossen, es bleiben noch 3. Aber das ist, sagen wir, das Schönste, auch von der Architektur her traumhaft schön gemacht. Alles im Stil, auch hier die vordere Fassade vom Hotel de Paris, traumhaft, 1864 eingeweiht. So, hier vorne kommen schon die ersten Showcars, die da sind. Die älteren Herren führen auch ihre Frauen spazieren, habe ich gesehen. Das ist jetzt gemein. Ja. Es ist noch ein bisschen früh, das ist halt noch nicht so voll. Was du hier oft siehst, ist etwas ältere Herren, so ja. Mein Alter. Und dann sind da so 25-Jährige im Arm, habe ich jetzt ganz oft schon gesehen. Oder ist wahrscheinlich die Tochter, oder? Könnte sein. So, was kommt hier? Scheint ein Ferrari zu sein, oder nicht? So, er hat jetzt mal angefragt, dürfen wir rein oder hat er eine Fernbedienung? Nein, er kommt jetzt der Voiturier und parkt das Auto für ihn. Er parkt das Auto für ihn? Ja, Lamborghini. So, jetzt zücken alle mal die Handys. Ja, er darf selber reinparken. Darf selber reinfahren? Ja. Lamborghini. Krass, hier der Porsche darf nicht rein, nehme ich an, oder? Der hat hier Schweizer Kennzeichen. Graubünden. Er hat ja ein deutsches Kennzeichen. So. Wie cool. Guck mal hier. Jetzt gibt es hier voll die...
Hier, das ist auch, das ist, glaube ich, das, was die Leute wollen, oder? Ja, das wollen die Menschen. Und bald kommen noch andere, also. Je später es wird, desto besser. Wochentag, was haben wir heute? Samstag. Heute ist Sonntag. Sonntag, ja. Ist hier so viel los? Ja, auch Samstag, freitags. Freitags und Samstag ist noch mehr los. Und wie gesagt, es ist noch früh. In 2 Stunden wird der ganze Platz voll mit solchen Autos. So, und die Jungs hier parken dann das Auto. Ja, da ist die Frau des Hauses. Die trifft sich hier mit der Freundin. Ja. Cool. Das ist der Haupteingang vom Spielcasino. So, da gibt es so Private Rooms. Warte mal, ich hole mal gerade den Weitwinkel mal ein bisschen raus. Es gibt so Private Rooms, hast du mir erzählt, da darf nicht jeder rein? Das ist gegen Gebühr, aber man kann in die Eingangshalle hineingehen und sich das anschauen. So, jetzt zeigen wir das mal. Das wollen wir mal sehen. Er parkt jetzt. So, in weiß. Mal gucken, wo er den Haufen hinstellt. Aber ich gehe mal ganz kurz hier rum. Ist ein bisschen einfacher. Bisschen zu tief. Interessant, ist gar kein Platz hier fürs vordere Kennzeichen. Oh, Alte gucken jetzt mal. Wahrscheinlich hat er einen Schlüssel vergessen. Auf jeden Fall ist es hier Show. Cool. Er dreht mal. Ich habe gerade überlegt, er muss wahrscheinlich einen Startknopf finden. Ja, ja. Anfänglich haben manche auch Schwierigkeiten, weil sie die Autos nie gefahren sind. Hat er einen guten Parkplatz kriegt, oder? Absolut. Ja, wir hatten früher mal so ein Kino, da war die Auffahrt ein bisschen steil. Und da habe ich mich nie getraut, mit meinem Ferrari hochzufahren. So, guck mal auf die Uhr. Wie lange haben wir noch Zeit? Oh, so viel Zeit, wie du willst. Nee, wir müssen meine Frau abholen. Die ist ja, stimmt ja. Also, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Viertelstunde? Jawohl. Matador steht drauf. Ja. Aventador. Aventador, ey, du, ich habe keine Ahnung. Da ist er. Cool. So. Nimmt jetzt mal einen Schlüssel. Krass. Komm, wir gehen mal nach vorne nochmal hin. Vielleicht haben wir noch. Dagegen ist ja alles andere jetzt hier Kindergeburtstag, oder? Ja, ungefähr. Es ist auch Feiertag, also jetzt die nächsten Tage. Insofern ist auch heute Abend später sicherlich viel mehr los. Wie Peugeot 206, haben die hier kein Hausverbot auf der Strecke? Nein, das darf jeder durchfahren. Auch ganz normal bürgerliche. Okay. Was sehr schön ist, auch natürlich die ganze Architektur, diese ganzen Feinheiten. Das ist Traum. Ey, alle interessieren sich für die Autos, du kommst dann, was so schön ist, ist die Architektur und so. Ja, weil die Autos sehe ich jeden Tag, insofern sind die für mich schon überholt. Die sind bei euch auch, oder? In Sanremo? Ja, die gibt es auch in Sanremo. So, okay, ich denke, ich habe genug gesehen, dass wir haben. Das ist das Hotel, das richtig schöne Hotel de Paris. Du würdest auch empfehlen, wenn man zum Beispiel Honeymoon macht, man kann sich ja sowas mal leisten, oder? Einmal ja. Absolut, es ist wunderschön, wirklich toll. So, ich hoffe, dein Mann guckt zu, dass du ihm ein bisschen dann sagen kannst. Es gibt auch hier einen Concierge natürlich, die Koffer werden getragen. Natürlich, absolut. Es ist ein 5-Sterne-Luxushotel insofern. Ist der Service dabei. Le Louis XV ist das Restaurant mit den meisten Michelin-Sternen auf der Welt. Wie viele haben die? 3 Sterne. Alain Ducasse ist der Chefkoch mit den meisten Michelin-Sternen auch. Ach so, okay, das Restaurant selber hat nur 3.
Aber der Koch hat mehr. Ducasse, auch Alain Ducasse. Sie verdienen jedes Jahr 3 Sterne. Und gegenüber von uns ist normalerweise das Café de Paris. Das wird gerade umgebaut. Sie brauchen noch, sie haben vor kurzem angefangen, sie brauchen noch ein Jahr circa. Und deswegen wurde es verschoben hier neben dem Louis XV in der Salle Empire hier. Da vorne? Jawohl. Ein sehr schönes Café. So, live aus Monaco hätte ich fast gesagt, sind wir ja nicht. Zumindest mal heute am 30. Oktober. Die Tour kann man buchen bei dir, die ist sensationell. Das heißt, du hast da nicht so eine 0815-Tour. Der Kunde kann sich mit einbringen, kann sagen, oh, das habe ich schon mal gesehen, können wir da mal hingehen? Natürlich, ja. So wie ich das jetzt gemacht habe, dass du gesagt, komm, ich finde mal einen Parkplatz. Richtig. Das ist, die ist buchbar über Villaggio dei Fiori. Ich zeige es mal gerade. Und du hast noch eine Kollegin, die spricht auch sehr gut Deutsch. Perfekt Deutsch, sie heißt Simona. Simona, mit der haben wir das letzte Mal auch gedreht, vor dem Hotel de Paris. Richtig. So, und hier kommen jetzt die etwas, die Ferraris für die kleineren Gelbbeutel, die jetzt hier kommen. Ein kleiner Range Rover, auch das. Oh, guck mal hier, da ist dein Auto. Guck mal, ob es ein Kennzeichen ist. Kennzeichen gewechselt. Jawohl. Hier sind wir, Villaggio dei Fiori heißt die Blumenstadt, nee, die Blumendorf. Ja. Blumendorf, Villaggio. Und abends angekommen, das heißt, man sollte für die Tour schon Monaco, die Abendtour, 5 Stunden, wenn man losfährt. Ihr fahrt ein bisschen früher jetzt los, oder? Ja, wir fahren jetzt um 17 Uhr ab und kommen dann gegen 11 Uhr zurück. Gegen 11 Uhr zurück. Jawohl. So, Kinder können trotzdem mitfahren? Absolut, oder? Ja. Absolut. So, und die Tagestour, da geht los um 9? Halb 10 bis um 18 Uhr. Bis 18 Uhr. Jetzt sind wir ein bisschen später. Wir haben sind ja später angefangen. Da hast du noch die Abendtour noch mitgenommen, genau, die da ist. Das Ganze kann man buchen. Wir sind in San Remo. Ihr habt einen tollen Campingplatz hier und geht am besten mal drauf. Wir haben mit Simona vor, ich glaube, 2 Jahren haben wir ein Video gedreht. 2 Jahren, ja. Ja, und das ist ganz toll eingeschlagen. Und wir drehen jetzt die nächsten Tage noch ein Video und wir gucken uns Luxusjachten an. Absolut, ja. Wird noch interessant werden. So, bucht. Du würdest ihr wie viele Sterne bei Yelp geben? Wie viele Sterne gibt es denn? Alle, ja, die es gibt? 5. 5. Ja. Dann alle. Sie macht das gut. Ja, super. Mega. Okay. Wirklich toll. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Abonniert German Television. Tschüss, ihr beiden. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.